Mein Name ist Thomas Foster und gemeinsam mit DJ KC alias Kai Soffel produzieren wir live auf Twitch eine Tech-House-Version des alten James Bond-Songs von Madonna, Die Another Day, und zwar in Logic Pro. Das ist eine Aufzeichnung der zweiten Session. Wenn ihr live dabei sein wollt, produzieren wir wieder am Dienstag, den 13. Juli um 19.30 Uhr auf meinem Twitch-Channel Thomas Foster Music. Würde mich freuen, wenn ihr da mal live reinschaut. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Aber jetzt zeigen wir euch ganz genau, wie wir in Logic Pro dieses Projekt gestartet haben, wie wir mit den Beats, den Bass und das komplette Arrangement produziert haben. Schön, dass ihr da seid. Viel Spaß. Weil ich probiert habe, den Gesang von Madonna zu isolieren, wie wir das schon mit Duran Duran gemacht haben, und es nicht so wirklich geklappt hat, und zwar weil da so ein Synthesizer-Sample ist, das klingt auch ein bisschen wie eine Stimme, und das rechnet das Programm, das RX7-Programm mit raus, mit der Stimme, und dann kann man nicht wirklich arbeiten damit. Deshalb haben wir uns für diesmal einen anderen Weg entschieden. Ich habe das alles mit einem Vocoder eingesungen, wie schon in der Nummer, die ich in Elba gemacht habe, die ihr am Anfang von dieser Sendung heute gesehen habt. Ich habe zuerst ein paar Plugins probiert, von Waves gibt es ja so, ich weiß jetzt gar nicht, wie die genau heißen. Die haben mich alle nicht so glücklich gemacht, Vocalizer und wie sie alle heißen. Und dann habe ich es letztendlich doch mit dem Ableton Vocoder gemacht. Das ist... So, und ich finde es immer angenehm, wenn man eine bestehende Nummer neu macht, dass man Gesang hat und immer hören kann, wie klingt das mit dem Gesang. Ich baue jetzt trotzdem mal das Arrangement ein bisschen auf und drehe den Vocoder nochmal kurz ab. Aber zudem haben wir alles dazu gemacht das letzte Mal. Das hier ist die Bassdrum, die kommt von einem Plugin namens Kick 2, das ich extrem gerne mag. Da haben wir ein Preset namens Big Town. Ich glaube, ein bisschen rumgeschraubt haben wir noch. Wir haben dann auch noch einen Equalizer draufgelegt, der hier so die Tiefen mit ein bisschen reduziert hat und da nochmal so ein bisschen puncht bei 3 kHz. Hören wir nochmal ohne, mit. Ja, ein bisschen definierter, finde ich. Dann habe ich von Mutant ein paar Clap- und Snare-Samples geladen, mit denen wir hier diesen Beat eingespielt haben. Und dann haben wir eine schöne Logic-Funktion ausprobiert, nämlich wir haben hier diese ganzen Sample Packs. In Logic gibt es die. Da kannst du sagen, zeig mir in diesem Tempo, nach Tempo sortiert oder so, nur Beats, nur das, und er passt alles sofort dem Tempo an. Ist so eine Art Time Compression, aber ein eigenes Logic-Verfahren, nicht die Apple Loops sind es, die man da drinnen findet. Und aus denen haben wir uns wichtig, einfach... ein Satz noch. Ja. Muss ich kurz dazwischen grätschen. Ihr könnt auch zusätzlich nicht nur neben Tempo und Master Tempo dort auch nach Tonlagen direkt suchen. Also stimmt. Ihr könnt auch direkt nach der richtigen Tonart die Samples schon suchen. Auch wenn ihr mal eine Bassline sucht oder irgendwas. Das ist im Logic, also da sind sie weit vorne. Das haben alle anderen DAWs nicht drauf. Ja. Na, die Apple Loops ist eine gute Geschichte, die sie da eingeführt haben. So ein bisschen, als hätte man Mutant noch in die DAW eingebaut, ne? So, und dann haben wir eben diese ganzen Beats hier rausgezogen. Da, den haben wir zum Beispiel ein bisschen geschnitten, dass der immer nur in der zweiten, jeden zweiten Takt was macht. Ich glaube, den haben wir auch erstmal weggelassen, den haben wir noch als Option, aber den haben wir erstmal gar nicht dazu genommen. Hören wir das jetzt mal alles mit der Kick. Wumst schon ganz gut. Weil es auch ein bisschen schleift, weil wir haben das auch ein bisschen verzögert und alles, dass das so ein bisschen mehr groovt und ein bisschen geschaffelt. Der Kai wollte noch eine Hi-Hat, da haben wir mal den Ultra-Beat getestet, war sehr unkompliziert in der Handhabung, haben da ein bisschen noch die Bässe rausgefiltert, also ganz extrem eigentlich. Hochpass, das ist nur so ein bisschen Farbe da oben. 2-3 Kilohertz, ja genau. Ja. Und also haben noch einen Hall, einen Chroma-Verb mit einer Decay-Zeit, also Hallzeit von 1,30 draufgelegt. Der macht auch nochmal was ganz Schönes. Dann haben wir einen Bass-Sound gewählt und haben wir zwei Sounds gewählt. Das eine ist dieser sehr tiefe Deep Bass, der kommt vom Omnisphere, auf dem ist auch schon ein LFO-Tool drauf, das so ein bisschen immer, wenn die Kick
schlägt, den Pegel runterzieht. Und dann haben wir dazu noch einen Nexus gemischt. Moment hier. Ah, da war jetzt aber der EQ nicht drauf, den ich da eigentlich draufgelegt habe. Ja, genau. Von dem haben wir nämlich nur die hohen Frequenzen genommen, ja, weil die mischen sich ganz schön. Die Tiefen haben wir ja eh schon. Vielleicht sieht so ein schlauer Ableton-Mitarbeiter mit und macht ein Angebot zur Mutant-Anbindung. So viel Geld können die nicht zahlen. Aber es hat sich bezogen, das war der Deep Move, der das im Chat geschrieben hat, das hat sich bezogen auf die Geschichte, dass ich gesagt habe, Logic hat sowas wie eine wie Mutant schon mit eingebaut ein bisschen. Genau. Darauf hat sich und das bezogen. Und der Twinning schreibt hier auch gerade, ich finde Cubase hat in der Gesamtsumme klingt besser als Logic. Das kann man pauschal nicht sagen. Also ich habe schon wahnsinnig tolle Mischereien auch gehört auf Cubase. Ich kriege ja viel zum Mastern hierher auch. Da würde ich jetzt nicht sagen, ist Logic oder Cubase besser oder Ableton. Auch im Ableton habe ich erstaunliche Produktionen schon gehört. Das ist, glaube ich, das liegt einem mehr an euch, an eurem Gehör, wie ihr mischt, wie ihr aufräumt euer Arrangement. Deswegen zeigen wir euch das ja auch hier so, auch mit der Hi-Hat. Da kommen Frequenzen weg, die wir einfach nicht brauchen, weil auf Deutsch gesagt, wir sagen immer dazu, das scheißt einfach nur den Mix zu und bringt uns im Endeffekt nichts, außer dass wir irgendwann keinen Headroom mehr haben. Und der ist extrem wichtig und gerade hier in dem Clubbereich noch viel wichtiger wie in der Popmusik. In der Popmusik kann ruhig mal ein bisschen komprimiert alles klingen, weil die Vocals sind in der Regel sowieso 3 dB oben drüber, aber in so einer Clubnummer, da wird doch drauf geachtet, dass das alles seinen Platz so richtig hat, damit es auch auf einer großen Anlage richtig schiebt, oder Thomas? Genau, dass alles ein bisschen aufgeräumt ist und vor allen Dingen das Thema Aufräumen ist im Bassbereich halt super wichtig. In Wirklichkeit so unter 200 Hertz will ich eigentlich nichts außer Bass und Bassdrum haben. Und die schaue ich, dass ich durch sowas wie Kick-Ducking dann noch abwechsle, damit die sich quasi gegenseitig ein bisschen auslöschen, damit auch das aufgeräumt ist. Und dann kriegt man schon ein sehr transparentes Klangbild. Ja, das kannst du vielleicht den DJ 2 MBA Records beantworten. Hat Ableton eigentlich eine Partitur oder auch eine Notenanzeige bekommen? Nein. Hat das? Müsste Nein. das haben? Hat's Weder nicht? Bitwig noch Ableton haben Notenanzeigen. Oh, das ist natürlich übel. Ableton waren die Ersten, die gesagt haben, damit wollen wir uns überhaupt nicht aufhalten. Wir arbeiten für coole junge DJs, die interessiert Noten nicht. Ist natürlich, wenn man professionell Blödsinn. Arbeitet, kann es immer wichtig sein. Dann willst du doch mal einen echten Musiker aufnehmen, dann willst du das schnell als Noten darstellen auch lassen. Auch für die GEMA, wenn du ja. das nachweisen musst, dass du es selber gemacht hast, dann musst du das einreichen und dann drückst du einmal normalerweise bei Logic oder bei Pro Tools drauf, ja. dann hast du dein komplettes Arrangement rausgefahren. Ja, da hat Pro Tools ja den schlauen Griff gemacht, Sibelius aufzukaufen und dann die Programmierung von Sibelius in Pro Tools einzubauen und damit ja. kann man sagen, basically mehr oder weniger die beste Notendarstellung, die es gibt, einzubauen. Und seitdem sind die da sehr gut aufgestellt. Jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Wir haben hier nämlich was Cooles. Schaut mal, wie viele Plugins hier drauf sitzen. Waren wir schon nicht unkreativ. Wir haben da eins meiner Lieblings-Plugins von Spectrosonics, das Keyscape. Und da schaut mal, jetzt sind wir doch schon auf Ibiza irgendwo am Strand und alles ist gut, oder? Ja. Wenn ich das nochmal alles wegmache, was drauf ist, weil es ist echt eine spannende Reise. Zunächst mal, so haben wir das eingespielt. So klingt es ja. ja wie ein echtes Fender Rhodes, sehr brav, aber sehr in Ordnung. Dann haben wir hier schon mal mit Distortion, da seht ihr der Distortion Pre-Filter, ohne Distortion klingt es ein bisschen Brefer, ohne Filter klingt es ganz normal. So. Und mit Filter und Distortion klingt es dann so. Dann haben wir ein LFO-Tool gemacht, aber dieses LFO-Tool macht kein Kick-Ducking, sondern verwäscht es. Macht so eine Rhythmik mit dem Filter. Ganz spannend. Da ist ein Delay. Ein LFO-Tool nochmal das, was jetzt Kick-Ducking macht. Deshalb haben wir hier zwei. Der Filter räumt wieder im Bassbereich ein bisschen auf. In dem Fall alles unter 60 Hertz schmeißt er weg. Und dann haben wir noch einen Kompressor, weil es so im Pegel so ein bisschen gewankt hat, dass das ein bisschen konstanter im Pegel ist.
Ist der Sound gut oder ist ein bisschen übersteuert? Ist die Musik zu laut? Ich finde es gut. Also mal. Hier bei mir, aber ich weiß jetzt nicht, wie es über Twitch rüberkommt. Ja, schreibt mal. Der Odo ist auch gut. Da. Hey, Odo! Den habe ich als erstes begrüßt. Der war der Erste im Chat. Jetzt schreibt gerade der Woldemar, Logic ist nicht die beste Software. Ich bin zwar ein Logic-User, aber ich bekomme sehr schnell Probleme, wenn mehrere Kanäle in die Busse sende und da knackt, also kackt Logic ab. Beispiel Kick und Bass auf Bus 1, Hi-Hat und Snare auf Bus 2. Bus 3 ist mit einem Kompressor bestückt und parallel zu Kick und Bass gemischt. Und alle Busse zu Bus 4 geschickt, da gehen die Probleme los bei Logic. Ja, ja, jede hat so seine Probleme und Dings. Wo Logic meines Erachtens am besten aufgestellt ist, ist die internen Sounds. Keine Software bietet so viele tolle Sounds. Ich finde auch, dass man, also die Leute setzen viel zu viel Sachen auch im Busse rein. Das sehe ich also immer wieder ganz verstärkt. Man kann Sachen im Busse mal ordnen. Also wenn ich jetzt eine Wulst habe von 40 Gesangsspuren, dass ich die irgendwo natürlich summieren möchte, ist auch klar. Aber ich mache jetzt nicht für jeden Kack da eine Gruppe rein. Also erstmal sitze dann viel zu lang da mit einer ganzen Rumruderei. Ich konzentriere mich einfach, dass das Arrangement sauber ist und dann brauche ich auch keine großen Gruppen und Busse dafür, wo ich das anlege. Also bei Gesang, wenn ich Chöre habe und sowas und viel in der Richtung passiert oder wenn wir, nehmen wir an, auch so Orchester-Sounds hat, wo man 25 Orchesterspuren hat, weil man es in allen Tönen braucht und viele Effekte, dann ja, aber prinzipiell bin ich da eher so ein bisschen minimalistischer eingestellt, was das betrifft. Da spare ich lieber gerne ein bisschen. Ja, jeder arbeitet da ein bisschen anders. Ich habe ja schon einen Default-Song, der schon auf einem großen Bussystem aufbaut. Aber ja, da findet jeder seinen eigenen Weg. Wir haben hier auch was ganz was Cooles. Ist auch Keyscape. Ein Klavierchord, das Stevie Wonder hat das gern gespielt. My Superstition. Genau, das war der Klassiker. Und da sind auch wieder jede Menge Plugins, bisschen Overdrive, um es anzuzerren. Einen ganz langen Hall, der das interessant macht. Hall? Hall. Ja, das kennst du nicht, Hall. Das ist sowas. Nein, das, kenn ich nicht. Das kennst du nicht. Wenn ich mal groß bin, kaufe ich mir einen Hall. Ganz geil finde ich auch den 303 vom Nexus. Achtung. Ja, die TW-303, die ist geil. Die einfach nur so ein bisschen rumfurzen. Dann haben wir hier so einen Synthesizer. Das ist der Avenger von Vengeance Sounds. Mhm. Auch mit jede Menge Plugins, vor allen Dingen auch ein Filter. Schaut mal, wie dünn wir das gemacht haben. Im Original klingt der so. So. Und was haben wir noch? Da habe ich noch was vorbereitet, was aber nicht vom letzten Mal ist. Das kann ich dann noch zeigen. Hätten wir noch eine weitere Option, falls wir noch ein Instrument brauchen. Ja, und jetzt können wir mal hören, wie das Gesamtarrangement klingt. Der NJ schreibt, Profis sagen auch Reverb, Everb, Verb, Erb, ja genau, das sage ich auch immer. Genau. Jetzt schauen wir mal, wie unser ganzer Song hier aufgebaut ist. Wir fangen hier an in der Strophe. Wir haben mit der Strophe begonnen, nur mit Kick und Bass. Ab der Hälfte kommt das dazu. Jetzt geht das Schlagzeug raus. Und dann kommt der Hauptteil. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an mit dem Vocoder-Gesang. Ah
Ah ja, aber bevor ich es ganz durchlaufen lasse, ich quäle euch heute ein bisschen, gell? Bevor ich es ganz durchlaufen lasse, könnte man jetzt direkt eine Fragerunde machen, wo ihr ein bisschen was in den Chat schreiben könnt, auf das wir eingehen. Und ich sage das deshalb, damit ihr jetzt Zeit habt zu überlegen und zu schreiben, während ich das abspiele. Genau, und der Neveo, den kann ich schon mal beantworten. Der fragt, Karl, welche DAW ist für Produzieren von Deep House Pop-Dateien Empfehlung und warum deine? Ich würde sagen, 90% der Dance-Produktionen werden inzwischen auf Ableton gemacht. Also die DJs, die irgendwelche Deep House haben, an Ableton. Die Studios, die jetzt hier zum Beispiel Robin Schulz machen und David Guetta, das ist ja der Stefan Dabruck in Mülheim an der Ruhr, die arbeiten auch auf Pro Tools. Arrangiert wird es aber auf Ableton. Und das ist eigentlich... Man kann schon sagen, Ableton ist, was das betrifft, im Bereich Dance schon sehr weit vorne. Jetzt hören wir mal. Jetzt war ich so abgelenkt durch eure Fragen, wo ich mich schon ein bisschen reingelesen habe. Ich glaube, jetzt haben wir schon zweimal durchlaufen lassen. Ja, Entschuldigung. Ja, ich habe die Fragen auch interessant mitgenommen. Ja. Da sind viele spannende Fragen drin, die ich denke, dass wir beide gute Antworten drauf haben. Ja. Starten wir gleich mal da oben. Habt ihr eine Meinung zum Nimbus Reverb? Der Nimbus Reverb ist von der Firma Isotope, die ja echt wirklich tolle Sachen machen. Ja. Aber ich habe damit noch gar nicht gearbeitet. Und ich auch nicht. Ich habe ihn von Isotope. Ich habe ja alles eigentlich von Isotope, klar, weil ich ja für die App auch Beta-Tester bin. Aber ich habe ihn selber noch nie ausprobiert. Dadurch, dass ich hier ein 480er Lexikon und Eventide und Precast EN7 als Kisten habe, greife ich doch eher dazu wie zu irgendwelchen Plugins. Und von daher bin ich da der falsche Mann, was so Plugins betrifft. Also das einzige Plugin, was ich wirklich gern benutze, das ist das H-Delay, also auch H-Delay genannt. Das haben wir hier auch schon verarbeitet. Das ist der TrueWerb von Waves und das ist der von Slate Digital, diesen Repeater, den finde ich total geil. Super, dann gehen wir weiter, nachdem wir da nicht mehr dazu sagen können. Der DJ MBA Records sagt, warum ist FL Studio nicht mehr so aktuell für Dancefloor? Ist das eine verminderte Qualitätssoftware? Vielleicht darf ich da mal anfangen. Ja. Ich habe mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit FL Studios, weil ich habe ja auch die aktuellen Tutorials auf YouTube dafür gemacht. Und ich muss sagen, es gibt ja einige große Produktionen. Avicii hat damit gearbeitet, der hat sich sogar noch gerühmt, dass er mit dem Crack gearbeitet hat, was ich sehr geil fand. Was ganz gut gelöst ist, ist so die Piano-Rolle, und wenn man jetzt viel andere VST-Plugins nimmt, dann kann man damit absolut arbeiten. Und es ist die günstigste Software, deshalb ist sie bei den Kids am verbreitetsten. Die Kombi aus Avicii verwendet sie, sie kostet erstmal nichts. Ich kann mit einem Crack arbeiten oder mit der Intro-Version, wo ich nur nichts laden kann, aber ansonsten alles machen und speichern kann. Und dann hole ich mir halt irgendwann doch die Version. Die führt dazu, dass es die erfolgreichste Software tatsächlich ist im Verkauf. So. Aber tatsächlich hat die einige Punkte, wo man sagen muss, eigentlich so richtig professionell ist die
leider nicht. Ich sage mal, eine Gesangsaufnahme. Hol einen großen Star in dein Studio und versuch den mit FL Studio aufzunehmen. Ich glaube, nach 20 Minuten wird der beleidigt rausgehen und sagen, ich will hier die Gesangsaufnahme nicht fortsetzen. Das ist nicht professionell, was hier passiert. Weil man muss jedes Mal den Ausgang wieder für jeden neuen Take, den man aufgenommen hat, muss man den Take den Ausgang am Mischpult einstellen, auf dem man die Plugins hat und so weiter. Also man kriegt keinen richtig guten Workflow zusammen. Ich habe mich viel damit beschäftigt. Auch nicht Overdub aufnehmen und all diese Sachen, die wichtig sind, weil manchmal ist der Sänger, den lässt du dann 3-4 Mal durchsängen und dann suchst du dir einfach die Beste raus und dann setzt er eine bei Logic oder so, setzt er sofort neue Spuren, auch bei Pro Tools und dann kannst du dir einfach das aussuchen oder schneidest dir aus den 4 Spuren halt eine vernünftige zusammen und da geht das halt schon los und deswegen bin ich da völlig bei Thomas. Im semi-professionellen Bereich eine super Software, aber heute im Clubbereich haben wir auch ganz, ganz viel Vocals und die Leute kaufen das überall bei Vocals Place und wie das alles heißt. Die kaufen sich einfach die Vocals, weil sie in ihren Clubnummern Vocals haben wollen. Und auch da, wenn du die einsetzt, hast du einfach viel zu wenig Möglichkeiten, damit was zu machen. Und nochmal, man kann deshalb trotzdem damit gute professionelle Produktionen machen. Gibt ja viele dort draußen, die mit FL Studio gemacht sind. Also ich sage ja nicht, man kann nicht damit professionell arbeiten. Und am Schluss entscheidet immer die Kreativität von dem Menschen, der am Rechner sitzt, wie gut das ist. Und deshalb geht das absolut. Aber wenn sich jemand jetzt neu entscheidet, würde ich nicht zu FL Studio raten, weil man damit an verschiedenen Punkten ein bisschen an die Grenzen kommt. Was möglich ist, gerade mal in der Audiobearbeitung und Warpen und so weiter, ist es einfach nicht so weit wie andere Programme. So, ich glaube, das haben wir ausreichend beantwortet. Ja, eine haben wir noch. Und ja, genau. Habe ich jetzt gesehen, wo war das mit Flexi, Dings da, Bums da, hier ist es. Kann man mit Flex Pitch von Logic mit Melodyne mithalten für Vocal Barber? Nein, ganz klar nein. Melodyne ist für mich schon ein sehr ausgefeiltes Programm. Die haben eine wahnsinnig schnelle Entwicklung, auch mit diesem Algorithmen und wie sie was setzen. Das ist ein ziemlich gutes, komplexes Programm. Man muss sich mit auseinandersetzen, sicherlich. Aber in einer wirklich professionellen Vocalproduktion ist Melodyne heute nicht mehr wegzudenken. Autotune, das ist alles okay. Das funktioniert auch alles. Aber inzwischen, glaube ich, läuft das alles so irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Ich glaube, so die Machtherrschaft hat wirklich Melodyne. Also für mich ganz klar. Also ich kenne kein Studio, was auch wenn wir Vocals weggeben zum Tunen, weil ich teilweise keine Zeit habe zum Tunen und auch keine Lust, wird das in der Regel immer mit Melodyne gemacht. Ja, Melodyne ist schon super. Da ist Cubase zum Beispiel super. Was die eingebaut haben, ist fast so gut wie Melodyne. Wahrscheinlich Melodyne ist im Detail dann nochmal besser, aber Cubase ist relativ gut. Man kann mit Logic das auch machen, aber wenn wir hier mit Logic arbeiten, nutzen wir trotzdem Melodyne, die mittlerweile übrigens noch besser eingebunden sind durch diese neue Schnittstelle. Ja, jetzt hat hier der Deep Move gefragt, was ist mit dem Vocoder? Finde ihn nur als Platzhalter, muss noch anders werden von mir aus. Also die Geschichte zum Vocoder ist ja tatsächlich folgende, dass ich gesagt habe, ich mache das nur, damit wir einen Platzhalter haben, damit wir uns den Gesang nicht immer vorstellen müssen. Und dann kam Kai und hat gesagt, ah, es ist so geil, genauso brauchen wir das und genauso wollen wir das. Ich bin davon noch nicht ganz überzeugt. Mein Ansatz, nur dass wir es mal diskutiert haben, lieber Kai, mein Ansatz wäre, ich habe da einen Sänger gefunden, ich habe es jetzt nicht vorbereitet, dass ich euch den zeigen kann, der mir extrem gut gefällt, ist auch wieder von dieser Plattform soundbather.com und ich würde gerne, weiß nicht, ob schon nach heute oder nach dem nächsten Mal, den einfach mal aufnehmen, denn seine Stimme eignet sich extrem, um auch elektronisch zu verfremden und zu bearbeiten. Der hat was Spannendes, was sich gut verfremden lässt. Und dann würde ich gerne mal schauen, ob wir vielleicht eine Kombi machen aus Vocoder und verschiedene andere Geschichten, die wir mit seiner Stimme ausführen und schon diesen elektronischen Touch behalten, den wir hier haben, aber noch ein bisschen spannender und interessanter, als wenn es ein Vocoder durchsingt. Ja, wo ich da, wie gesagt, eine ganze Meinung bin, weil ich finde Thomas seine Stimme beim Vocoder total gut. Der Vocoder ist auch noch ziemlich, genauso. Du musst in meine Richtung gucken, ich sehe das da nicht. Du guckst Richtung Leute und hast mich geküsst. Baby, Muss schon mal sein. Pass auf, also ich finde deine Stimme extrem geil.
Und das liegt einfach auch daran, weil sie ist so weit von Madonna weg. Und das gefällt mir gut. Und ich finde das eigentlich geil, wenn das so elektronisch bleibt. Das Ding, die Stimme braucht nur viel Hall. Die Stimme braucht ganz viele verrückte Delays noch mit drauf. Das muss so ein bisschen geschattert noch ein bisschen mehr kommen durch ganz viele Delays. Und dann klingt das mega. Und dann komprimierst du die Stimme hinten dran richtig fett zu mit einer separaten Spur mit Obertönen nur drin. Das ist total kratzig wird und dann hast du das Megabrett und dann bist du in der Richtung bei Daft Punk und keiner sagt, nee, das da hat der Foster aber halbherzig gemacht. Dann wird es jeder geil finden. Jeder, wirklich. Und ich finde es auch einfach geil, weil ich habe immer den Vorteil, ich gehe auf die Bühne als DJ und sage, das ist die neue Thomas Foster und DJ KC auf Future Kill. Ich werde gefeiert. Der Thomas sitzt in Salzburg in seinem Stuhl und sagt, du bist ein schöner Bombenleger. Aber bei der Nummer wäre er als Sänger mit dabei. Das heißt, den habe ich dann immer dabei und sage, hier, da ist der Foster, ich bin nur der DJ. An der Stelle, schreibt doch mal bitte in den Chat, was ihr von dem Vocoder haltet. Ob ihr den euch als Hauptgesang vorstellen könnt. Eins für ja, null für nein. Und das ist überhaupt nicht persönlich. Ihr könnt es alle null machen. Ich bin null angewiesen, weil es geht ja nicht so sehr jetzt darum, ob ich das gut oder schlecht gemacht habe, sondern ob die Idee, einen Vocoder wie Daft Punk hier im Liedgesang zu haben, ob das eine gute Idee ist. Also eins ist, ich finde diese Idee gut. Null, und damit beleidigt ihr mich null. Ihr könnt gerne null machen. Das ist nicht gegen mich. Null bedeutet, Vocoder kann ich mir nicht. Ich finde den Vocoder nicht so geil. Ich fände es geiler, wenn es ein richtiger Sänger wäre. Ja, ist doch so. Eigentlich eine faire Geschichte. Eins, wenn ihr es gut findet, und null, wenn ihr mit mir nie wieder reden wollt. Wenn ich nie wieder mit euch reden werde. Ich werde nie wieder mit euch quatschen. Nein. Eins. Na, wir haben schon ganz schön viele Einsen hier. Das muss man ganz klar sagen. Du bist so ein Tiefstapler. Ja, das ist das. Du machst das auch mit deinen Hindu-Sachen. Ich meine, es sind ja Gott sei Dank viele unserer Leute dabei, die von Anfang an mit dabei sind, wo wir hier den ganzen Blödsinn machen. Positiv gemeint natürlich. Und du machst so viele schöne Sachen, ja. Und ich habe immer so das Gefühl, die Leute später, wenn die Produktion fertig ist, kriegen sie gar nicht mit, wie viel Herzblut auch der Thomas mit mir da reingesetzt hat. Und der Thomas ist halt mehr von uns der Arbeiter. Ich bin mehr so, haben wir heute Mittag gerade gehört, der klassische Produzent, so wie es seit 30 Jahren geht, der am Pult sitzt und sagt, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und der Thomas ist halt gleichzeitig noch der Bauer, ja? der Werkzeugmeister, der das Ganze irgendwie zusammenbringen muss, was sich der verrückte Soffel halt ausdenkt, ja, und mir dann auch noch geistig irgendwie folgen muss. Und ich denke, das ist besonders schwer. Aber ich würde mir halt bei der Nummer so wünschen, wir haben jetzt zwei Nummern gemacht, drei, weil eine kommt ja im Oktober noch hinten dran, dass das so eine Nummer wäre, wo der Thomas eigentlich vorne steht. Ich würde mir das persönlich wünschen, dass ein Thomas Foster sein Gesang da vorne ist. Und ich würde das als Künstler sehr gern vertreten, weil ich Thomas sehr schätze. Und ich denke, oder was meint ihr dazu? Er hat es sich einfach auch verdient, vorne zu stehen. Da werden alle Register. Du musst das Publikum nicht auf deine Seite ziehen. Eine 6 will ich sehen, für sexistisch. Eine 6, wenn ihr das geil findet. Bitte geil. Eine 6 jetzt in den Chat. Es sind 77 Leute. Drogen, ich brauche ganz viele 6. Auf 6. Welchen 6. Drogen bist du denn heute unterwegs? Also, da kommen die Sechsen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sehr schön. Es geht weiter. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Der Frank 6, 7, 8, 9, 10. Frank cool. Schreibt, 6, Thomas, 6, trau 6, dich. Ja. Trauen 6, tue ich mich 6, immer. 6. Am Trauen scheitert es hier nicht. Ich will let's nur, talk about sex, baby. Let's talk about you and you me. And me. Ja. So. Es weil, ist klar, Kai, es sind alle Kai, Sechsen, es Kai. Ist geil. Ich würde sagen, Freunde, ich liebe euch. Ich finde euch einfach nur geil. Kai? Ja? Hast du vor der Sendung so ein kleines Näschen gezogen? Nein, das würde ich nie machen. Ja. Ich glaube, das würde kein Schwein aushalten. Ich frage das nur, weil ich weiß, dass du das nie tun würdest. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber du siehst, die Leute mögen das. Die Leute wollen das. Und ich habe sie ja auch überhaupt nicht draufgehoben. Und der Papa, ich habe gerade gehört, kein Vocoder, voll kein Vocoder. Ich habe es genau gehört. Nee, der hat gesagt, mein Vocoder nehmen. Wir haben hier nämlich hier noch einen Roland, einen SVC 350 stehen, einen echten. Da werden wir die Vocals auch nochmal drüber schieben.
So, zwei Fragen habe ich mir gemerkt, die will ich ganz schnell beantworten. Erstens, ja, sind die Hindu-Gesänge schon auf Mutant? Leider noch nicht. Danke für die Erinnerung. Zweitens, welchen Carry habt ihr verwendet für den Vocoder? Also der Vocoder, den ich verwendet habe, ist ja von Ableton Live. Da habe ich früher immer Brasinski, hieß der Sound, den ich genommen habe. Und den gibt es in der aktuellen Version gar nicht mehr. Ja, aber dann habe ich einen sehr ähnlichen Sound. Also so einen Synthesizer, der so ein bisschen nach einem Bläser klingt mit vielen Obertönen. Ja, sowas habe ich daher genommen. So, dann machen wir mal weiter, oder? Aber sicher dat. So, machen wir hier mal den da. Ich habe Folgendes gemacht. Ich wollte mal, dass wir uns mal ein bisschen einen Songaufbau anschauen. Und ich würde das am Anfang mal möglichst nah am Original machen. Und irgendwo, wenn wir dann musikalisch sehen, das passt nicht, dann entwickelt sich's eh anders, was ja auch okay ist. Aber man muss ja nicht, aus rechtlichen Gründen wäre es ja auch gut, wenn wir nicht zu weit weg sind. Wir haben hier den Originalsong von Madonna, den ich leider nicht anspielen kann, weil sonst Twitch dann sofort das Video sperrt an der Stelle. Und auf YouTube können wir es dann auch nicht laden. Das ist die Strophe. Vor der Strophe ist ein Intro, das ist dann so ein bisschen auf Filmmusik mit Streichern. So, da ist die Strophe, die wir bereits haben. Das hier nenne ich jetzt mal Bridge. Das ja, ist dieser Teil. Und das ist eine gute Vorgehensweise zu arbeiten, wenn ihr schon so ein paar Spuren habt und das Ganze klingt schon nett, dann eher bald mal an der Songstruktur arbeiten. Ja. Und dann hat man die schon vor sich und kann die ein bisschen so, wie sie ist, ausarrangieren und immer ein bisschen durchhören. Das ist also dieser Bridge, der Bridge-Part. Dann kommt der Refrain. So. Dann kommt ein Instrumentalteil, den haben wir noch nicht. Dann kommt die nächste Strophe. Diese ist, warte mal, hier sind das 8 Takte und hier sind es auch 8 Takte. Na, passt gleich lang. Dann ist ein kurzes Break. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Break im Original. Da macht die Madonna so etwas, was ich hier mal simuliert habe. Das klingt eher nach Verdauungsstörung. Ja, auch bei der Madonna, aber im Gesamttrack kommt es bei ihr recht cool. Naja, bei dem Mist, was die gegessen hat immer. Ja, da wollen wir gar nicht daran denken. So, jetzt kommen zwei Refrains. Jetzt kommt wieder dieser String-Part vom Anfang. Nochmal eine Strophe. Ich habe noch gar nicht alle Strophen aufgenommen. Wir werden also immer die erste nehmen. Das ja, spielt sich dann auch ein bisschen ab, aber da muss man sich vorstellen, dass der Text dann immer variiert. Das ist wieder der Refrain. Und hier kommt ein neuer Part. Den gibt es, den Vocoder schon. Das ist so ein Mittel, ja, könnte man auch Bridge nennen oder so. Ja, ja. So, und dann kommt noch eine Strophe und noch ein Refrain. Wo sind wir denn dann? Ja, dann sind wir eh schon bei 3 Minuten. Ganz so lang wie damals müssen wir es ja nicht machen. Was wäre gute Zeit in deinen Augen, Kai? Ich würde 3 Minuten machen, 3:10, 3:20. Ja, fein. So. Und im Radio können wir es maximal immer noch auf 2:40 runterkürzen, weil das ist leider Gottes im Moment so, im Radio spielen sie in der Regel am liebsten zwischen 2:20 und 2:40. Ja, da ist bei einer vernünftigen Produktion noch nicht mehr der Refrain richtig ja, durchgekommen. Jetzt kopiere ich mal das, was da ist, auf die anderen Teile drauf. Also die Strophe auf die Strophe. Also ich gehe mal in Zwischenstand. Schweden, Ukraine immer noch nach 26 Minuten 0:0. Danke für das Update. Diese Bridge da haue ich mal raus und schiebe den Refrain einmal hier hin und einmal dahin. So. Und dann kommt hier nochmal eine Strophe. Ja, Trends, wir machen 3 Minuten, also, aber das ist normalerweise die Vorgehensweise. Wir können es ja immer noch mit so einem Shortcut auch kurz machen. Ich finde das immer schön. Wer von euch hat Bohemian Rhapsody gesehen? Oh, was für ein geiler Film. Ich liebe den Film. Ich habe den 8 oder 10 Mal gesehen. Ich liebe ihn extrem. Und das ist so geil, wie Bohemian Rhapsody rauskommt, wie er dem Produzenten angeht und sagt, das ist viel zu lang und mit diesem Klassikgedöne und diesem Hahngeschrei und überhaupt. Und das Ding ist ja wirklich, das ist die klassische Geschichte, ist ein Hit geworden, ja. Die haben auf alles wirklich, haben gesagt, ihr könnt uns mal und haben da eine 8-Minuten-Nummer durchgebracht und die Radiostationen haben es rauf und runter gespielt. Rauf und runter. Und in der GEMA hat es immer gemacht, Katsching, Katsching,
Katsching, denn im Radio wird jede Minute abgerechnet. Mhm. Ja, geil, wenn man auch mal Regeln brechen kann. Oh, ja. Es gibt einen aktuellen Zwischenstand und das ist schon sensationell. Schweden gegen die Ukraine in der 27. Minute 0:1 für die Ukraine. Eieiei, die Ukraine füllt jetzt 1:0 oder 0:1 gegen Schweden. Wunderbar. So, jetzt habe ich mal Strophe und Refrain auf Strophe und Refrain kopiert, dass das mal immer da ist. Was fehlt uns denn jetzt Wichtiges? Ein Intro, wir werden auch nicht sofort in die Strophe reinspringen, der Song wird nicht so beginnen. Vielleicht reichen 4-Takte-Intro, nicht wie bei Madonna 8, weil ja heute alles ein bisschen zügiger geht. Ja, würde ich auch machen, ja. Kann ich das in Logic jetzt eigentlich so machen oder macht er das abschneiden. Dann? Nein, müssen wir abschneiden. Einfach, ich glaube, da kann man so ein Cycle setzen und den Cycle rausnehmen einfach dann. Dann mache ich das jetzt so. Ich kopiere das daher. Also kopieren. Barbarix, Zaubertricks. Und dann verkürzen wir das. Und dann gehen wir damit hier vor. Das Schöne ist, ihr seht mich ja jetzt die ganze Zeit noch. Ich sehe ja hier auf Zoom sich die ganze Zeit den angestrengten und konzentrierten Thomas Foster. Ja, die Kamera kriegst nur du. Ja, eben genau. Das ist schon mal fett fürs Intro, oder? Ja, der Ravu schreibt schon, Ravi-Musik, bitte auf Logic umschalten, schalt endlich um! Oh, es tut mir so leid, ja. Ich hab's mal wieder übersehen. Also, einmal mit Profis. Aber ich habe schon lange nicht mehr das Mikrofon vergessen einzuschalten. DJ Silence, genau, da war doch was. So, wir arbeiten am Intro und da hauen wir jetzt noch den da, glaube ich, drauf. Hast du eigentlich heute, ach da, guck mal, ich rede gerade von Ihnen. Der ist ja da, Gerhard Antusch, mein lieber Freund aus dem Schwarzwald. Mein natürlich, mit dem habe ich heute schon Kontakt gehabt. Ich habe gedacht, der ist gar nicht da. Ich habe schon echt gedacht, der sitzt vor dem Fernseher, der guckt Fernsehen, aber der ist ja auch hier. Der ist aber gerade erst gekommen und der ist ja schon länger drin, Thomas. Was? Der Herr Antusch. Aha, was ist mit dem? Jetzt habe ich den nicht verstanden. Da bin ich hier, aber du bist gerade erst gekommen, oder? Gekommen, um Gottes Willen. Das will ich jetzt nicht unterstellen. So, jetzt hören wir mal, wir haben jetzt ein 4-Takte-Intro. Sollen wir vielleicht doch 8 Takte draus machen? So ein bisschen hingehen? Ja, würde ich machen. Wir machen ja sowieso eine Clubnummer. Also das Radio interessiert uns ja herzlich wenig hierbei. Gerhard schreibt gerade, ich war vor dem Kai hier. Warum habe ich dich nicht gesehen? So. Bist du einfach hier unter den Jet durchgetaucht, ja, Herr Antusch? So, 2 Sachen hätte ich im Angebot, um das Intro etwas spannender zu machen. Nummer 1 habe ich, ein paar von euch haben vielleicht gesehen, ich wurde schon darauf angesprochen, auf ein neues Video, das ich gemacht habe für die Firma YouTube. Jam, ja, nicht Mutchen, sondern U-Jam. Schreibt man ganz anders, aber die klingen sehr ähnlich wie wir, ja. U-Jam und die haben das Strings, ja, was immer so tief ausgesprochen werden muss, wie die das selber in ihrem Video machen. Ja, mit dem Hall. Strings. Genau. Und von denen habe ich jetzt auch ein paar Gitarren-Plugins gekriegt, wie zum Beispiel dieses Virtual Guitarist Sparkle. Und leider Gottes läuft das, habe ich das nicht in Logic jetzt auf die Schnelle zum Laufen gekriegt. Deshalb habe ich eine Gitarre mit diesem Plugin aufgenommen in Ableton und hier in den Logic rübergebracht. So, relativ Lady brave. Ja, genau. Mucho. Die würde ich mal reduzieren, ja. Weil wenn die so durchspielt, ist die ja langweilig. Ja. Machen wir das mal alles weg. Nur so ein Leck mal rein. Ne? So, und dann machen wir da mal einen geilen Filter drauf, der das irgendwie mal ein bisschen spannender klingen lässt. So, der hat tolle Einstellungsmöglichkeiten. Ich mag den Logic-Filter sehr. Der hat zum Beispiel den Envelope. Da kann man sagen, immer wenn Pegel kommt, dreh den Filter ein bisschen auf. Das macht man hier mit. Mhm.
Klingt schon ein bisschen spannender. So. So. Macht euch alle mal schön lustig. Ich schenke euch allen zu Weihnachten einen Papagei und dann werdet ihr sehen, was zu Hause Unruhe heißt. Ja, Unruhe. Unser Papagei, übrigens genau der Image, der hier gerade das schreibt, hat mir heute Mittag per Messenger eine Nachricht geschickt. Ein Papagei, der wirklich singt. Der spielt sein Herrchen akustische Gitarre und der war am Singen richtig geil. Jetzt will ich das unserem beibringen. Ich habe das meiner Frau gezeigt, die meinte, ich hätte einen Knall. Sag, was sagst du denn zu der Gitarre an der Stelle? Geil, nehmen wir es gekauft. Und dann würde ich jetzt hinten noch einen Delay machen, automatisiert. Auch den Filter könnte man übrigens vielleicht ein bisschen automatisieren. Das funktioniert ja hier folgendermaßen. Aber ich würde das so, du hast doch so einen Autopanner da, oder? Links, rechts? Ja, ich würde das so pennen lassen, hin und her pennen lassen. Einfach so. Machen wir, machen wir. Das glaube ich, ganz geil bei dem Sound. Jetzt auch mit diesem Filter und allem drum und dran, könnte ich mir das gut vorstellen, wenn es so ein bisschen wandert. Okay, jetzt pass auf. Zeit. Als erstes würde ich mal den Filter automatisieren. Dazu drücke ich das A wie Automation. Sag, ich will einen Filter automatisieren und zwar den Cut-Off. Den habe ich mir jetzt hier ausgewählt. Das ist diese Linie jetzt. Und da kann ich jetzt sagen, da fahren wir so von relativ weit unten nach oben und dann fahren wir hier wieder nach unten. So. Schneller wieder zu. Und auf den letzten, ich schiebe den Filter 1 nach unten. D-A-W. D-A-W? Umschalten. Liebe. So, ja, Foster entlassen heute. Also, ich habe hier A gedrückt, habe hier ausgewählt Autofilter Cut-Off. So, damit habe ich hier so eine Linie, die habe ich jetzt hier nach oben gezeichnet und hier wieder nach unten. Und das schaut dann so aus. So, und den Delay würde ich auch gerne, den würde ich gerne noch ein bisschen anders einstellen. Den Filter machen wir mal bei 500 Hertz und bei 5000. Vierteln und Achteln ist gut. Aber das da will ich jetzt automatisieren. Das heißt, wir gehen jetzt daher und sagen Filter, Mix Left. Wahrscheinlich reicht das, wenn wir es nur links machen, weil ich die synchronisiert habe, links und rechts. Und den Delay ziehen wir so nach hinten raus. Ah, dann müssen wir den rechten auch automatisieren. Gut, soll sein. Machen wir genau ich würde das. Aber aufs, ich würde ein Viertel und ein Halb nehmen. Ich finde, es mit einem Achtel ist zu schnell. Ich würde es ein bisschen mehr so klingen lassen, weil da ist sehr viel Raum drin. Hast wahrscheinlich recht, mache ich gleich. Jetzt ziehe ich dann nochmal kurz den Delay auf der anderen Seite auf. So, das Achtel mache ich in eine halbe. War nicht schlecht, aber rechts vielleicht doch lieber eine Viertel. Dazu muss ich jetzt Stereo-Link rausnehmen. So. Das ist geil, oder? Ja, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Lästert ihr mal hier mit meinem Papagei? Ihr kriegt alle von mir einen zu Weihnachten. Den stelle ich euch abends direkt ins Schlafzimmer neben das Bett. Und beim ersten Sonnenstrahl oder beim ersten Lichtstrahl weckt er euch und schreit euch direkt ins Ohr. Wisst ihr eigentlich, wie laut so ein Papagei schreien kann? Das ist unfassbar. Da fliegen dir die Ohren weg. Da sind meine Monitore hier im Studio echt leise. Aber das ist meine Frau, ihr Vogel. Und die hat ja so einen komischen Vogel wie mich schon geheiratet, also muss ich hier ihren Vogel lassen. Ihr dachtet, ihr produzieren hier Musik? Nein, nein, es ist eine Biologiestunde, es geht heute um Papageien. Ist aber lustig, es ist angeregt. Also, Hör ich glaube, wir haben alle viel Spaß gerade im Chat. Wie findest du die Lautstärke von der Gitarre? Lass mal laufen. Ja, sie muss irgendwie noch nasser, noch mehr mit Effekten kommen. Ja. Also die Lautstärke finde ich cool. Finde ich cool. Die mag ich auch so. Viertel dotted wäre vielleicht gut und halb dotted.
Moment. Ja, mal probieren, ja. Halb dotted, hier ist. Also dotted heißt ja punktiert. Also genau. Eine Achtel punktiert ist genauso lang wie 3/16. Du kannst aber auch jetzt für die Leute, die Sidetrans machen, hier eine Triole auch einstellen. Ja. Das geht also auch beim Delay. So, jetzt habe ich mich vergriffen, nochmal Delay gemacht. Ich wollte jetzt ein Reverb noch ganz dezent drauflegen. Ja. Und da wählen wir mal hier irgendein nettes Preset und der Hals. Diesen Silber, diesen, wie heißt der, Silber-Chorus oder Silber-Reverb. Also ich hätte jetzt den Chroma-Reverb genommen. Klingt aber schön, oder? Ja. Und schaut auch schön aus, muss man sagen. Ja, schon sehr edel. Da kommt so ein bisschen in die Fatfilter-Richtung, so langsam das Zeug. So, hören wir mal. Es muss noch mehr Effekt sein. Das ist mir noch zu trocken alles. Okay, zum einen können wir ein bisschen den Hall aufziehen. So. Weil das und zum anderen ist so ein bisschen richtig, so ein bisschen träumen da hinten ruhig. Und ich glaube, der Filter fährt zu schnell runter, deshalb ist er ja so kurz. Der kann ruhig bis da fahren. Ja, so ist geil. Jetzt kommt das auch durch. Jetzt macht er was hinten dran. Ja. Weil jetzt hörst du nämlich auch das Delay alles richtig. Durch den Hall wird das alles noch ein bisschen noch mitgefeatured. Die erste Wiederholung ist ein bisschen zu laut, finde ich. Dann machst du ein bisschen runter. Ja, wo meinst du das? Dry Signal 0,9. Genau. Bin ich jetzt am falschen Regler? Da müssen wir. Hier. So. Und da wollten wir jetzt einfach wieder auf Stereolink gehen und ein bisschen den Regler runterreißen. Hast du das hier automatisiert? Ach, ja, dann dürfen wir nicht ganz so weit hochfahren mit dem. Ich muss einfach in eine Zeichnung gehen. Einfach ein bisschen zurück. Mix Left. Einmal hier auf 45 und hier auch auf sowas. Ja. Jetzt ist schön. Fantastisch. Sehr schön. Und das Zweite, was meine Idee war, da ein bisschen mit Vocal Samples zu arbeiten, die ganz wenig machen. So einzelne Silben irgendwie. Mit unterschiedlichen Stimmen. Kannst du mit der Idee was anfangen? Ja, na klar. Schön aufs Keyboard gelegt und schön frech gemacht. So irgendwie, genau. Genau. Dazu habe ich am besten auch noch die Töne ein bisschen sliden lassen. Ich habe hier so eine Library, da ist alles Mögliche drin. Unmengen Gesänge, die wir selber aufgenommen haben. Dinge, die wir bezahlt haben. Entschuldigung, ich habe gerade deine DAW gesehen. Das kenne ich gar nicht, das Plugin. Wie heißt das? YouPorn. Was ist denn das für ein Plugin? Ich habe noch nie gesehen. Ist das neu? Nein, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also keine Produktion ohne. Pass auf, deine Verlobte ist jetzt drin. Und nachher, wenn du nach Hause kommst, was hast du auf deinen Rechner? Dann kannst du sagen, der böse Wobbel ist schuld. Würde meine nie sagen. Wäre da ganz entspannt. So. Hat deine eigentlich die Drohne geflogen in deinem Video? Ja. Werden die Drohne geflogen? Na, sie? Echt? Geil. Ja. Also, sie hasst es, weil sie Angst hat, dass sie was kaputt macht oder so. Aber sie macht es cool. Sie macht es cool, ja? Das ist super. Ich muss das meiner auch beibringen. Claudia, ich muss dir das beibringen, Schatz. Du musst Drohne fliegen. Jetzt hören wir mal. Yeah. Das hinten fand ich geil. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Das ist gut. Vielleicht weiter hinten. Und jetzt bringen wir das mal rhythmisch, dass das genau ein Achtel nach der 1 ist. Na, auf die 2 höre ich es. Ja, die Töne sind eigentlich auch schon geil. Brauchen wir gar nichts mehr Melodynen. Ist es zu lang? Sollen wir den letzten Ton weglassen? Hören wir mal ohne. Ist geiler. Nee, ich würde ihn lassen. Ist geiler. Weil er ist schön. Ich würde ihn sogar in so einer Halsspanne auch wieder verschwinden lassen. Das fährt doch viel mehr. Hören wir uns beides nochmal an. Das ist natürlich die brave Variante. Im Schlager würde die 100 Punkte machen.
So singt man halt wirklich. Und das ist mehr, DJ hat was Geiles kurz mal aus der Vinyl gemacht. Gib dem eine Chance. Du wirst es lieben. Ja, okay, ich bin ruhig, ich gerne rauchen. Mensch. So. Du sollst ja den dicksten haben. So. Damit es ein bisschen mehr nach... Ich muss euch sagen, Deutschland, Österreich immer noch 0-0. Damit dafür gibt es einen neuen Zwischenstand in Schweden. In der 43. Minute Schweden gegen die Ukraine. Schweden hat ausgeglichen 1-1. Ich finde es ja super spannend, dass man so ein Sample reinzieht und es passt schon irgendwie in der Tonlage. Man muss gar nichts mehr korrigieren. Reiner Glücksgriff. Ich habe nicht auf die Tonlage geachtet oder deinem Namen. Weißt du, ah ja, da steht irgendwas von Amol. Habe ich nicht drauf geschaut. Amol stimmt ja auch gar nicht. Also lustig, dass es passt. So, und jetzt will ich ein bisschen, dass das mehr klingt, naja, wie man es halt kennt, dass das ein bisschen ein DJ aus einer Vinyl gesampelt hat. So soll es klingen. Also filter ich das mal sehr stark. Hier die Bässe raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Bisschen weniger Höhen. So, dann darf da noch ein bisschen so Saturation, wäre es bei anderen Programmen, wie was nimmt man denn hier im Logic? Distortion. Da ja. Distortion. Oder nimm den normalen Kompressor und mach halt einfach Distortion ein bei dem Kompressor. Auch kannst du richtig auf hart gehen, dann hast du das Gleiche. Ja, dann machen wir das. Weil der ist geil, der Logic-Kompressor ist sehr geil. Du kannst sehr viele Sachen, sehr filigran mitmachen. Machen wir mal irgend so ein altes Vintage-Teil. Ja, der tut schon schön zu komprimieren. Und jetzt gehen wir mal hier mal auf Hard. Und dann gehst du, da unten hast du den Distortion-Regler. Und dann gehst du auf Clip. Dann gibt's On, ist also Soft, Hard und den auf Clip machen. Auf Clip habe ich schon geschalten, aber wo ist der Distortion-Regler? Den sehe ich jetzt nicht. Der ist dann automatisch an, du beim Zoom. Du musst dann nur mit dem Mac-Up, Alman, dann macht der automatisch die Distortion rein. Also ich drehe den Input auf. Richtig, ganz genau. Ja, ist doch geil. Ja, und ein bisschen mehr Threshold noch geben, dann ist perfekt. Bisschen mehr was? Bisschen mehr Threshold noch, dass das richtig hinten ansteht. Ja, das schlägt schon ordentlich aus. Normal schlägt man so... Siehst du mal verzögert hier in Twitch, deswegen. Normal schlägt es gern 3-4, ist eh schon absolut okay, aber hier... Aber es darf so böse, damit das halt auch einen Effekt zeigt. Das, weil hier, Deep Move, suchst du Anschluss? Oder Ärger, dann schreibt er da, hey Kai, nimm doch den Papagei auf. Thomas macht ein Sample draus. Ja. Ich gehe jetzt eine rauchen. Anja geht mit mir eine rauchen. Anja, wir gehen eine rauchen. So, und das machen wir jetzt hier auf 4 dotted, das Delay. 8 dotted, 4 dotted. Gefällt mir gar nicht. Probieren wir mal 8 dotted, also punktiert. Scheußlich. Hören wir uns mal halbe an. Nicht schlecht. Stärker Filter. So, auch da ist so ein kleiner Verzerrer drin, damit der Delay noch stärker verzerrt ist als das Signal selber. Sag mal, Thomas, ja? Wenn du die Spur kopierst, du hast ja auch die Wave-Sachen so ziemlich alle, ne? Ja. Kopier die zusätzlich mal auf eine andere Spur und mach da nur einen Kompressor drauf, auch ein bisschen Hall drauf und alles und mach den Mofoda da drauf von Waves. Schauen wir mal. Waves. Und jetzt was? Mofoda heißt der. Was macht der? Ach nee, ich glaube, der ist sogar unter Logic. Unter Logic, guck mal. Bei Mofoda heißt das Ding. Es gibt keine Suchfunktion bei den Plugins. Die gibt es nur noch. Da oben muss der kommen, da ist schon mal der Mondo-Mod und da müsste der danach irgendwo kommen. Also jetzt doch ein Logic-Plugin oder ein Waves-Plugin? Ich würde nochmal bei Waves gucken. Das ist vom Waves eigentlich ein Plugin, aber ich meine, Logic hat ja auch so ein ähnliches Plugin. Mo, so, das müssen wir noch weiter. Und hier, ja, Mofoda. Genau, den brauchen wir. Und dann nimmst du dir entweder, der hat verschiedene Presets, so Major oder sowas. Und dann macht er so ganz dezente, so ganz verrückte Sachen noch hinzu. Und das mischst du so leicht hinten dran.
Ah. Geil. Hören wir nochmal ohne. Mit. Ja, ja, das ist spitze. Ja, also ich finde ein super geiles Plugin. Gibt schon ewig. Ich glaube seit den 90ern oder so. Geile Sache. Jetzt ein bisschen in der Lautstärke gehe ich als Ganzes runter. So, hören wir mal im Zusammenhang. Mir kommt er fast noch zu laut vor. So, und dann würde ich den natürlich an dieselbe Stelle in den nächsten vier Takten kopieren. So. Den würde ich vielleicht, da wenn du ihn beim zweiten Mal kommen lässt, machen doch den ersten dieses Yeah, dieses Warte mal, der dreht das einmal rum. Dass du es einmal davor gedreht hast, so angesaugt. Yeah, yeah. Dann, mhm. dann ist so eine kleine Steigung drin. Deep Move sagt, Gitarre stimmt nicht. Was meint er denn da? Ich sehe kein Problem bei der Gitarre. Erkennst du ein Problem? Nö, ich sehe da auch kein Problem. Die Tonlage, wo sind wir denn da? Ich glaube in C-Moll oder so. Hm? Ja. G-Moll. Ja, G-Moll. So, und jetzt wolltest du... Yeah, yeah. Mhm. Und dann angesaugt. Yeah, yeah. Oder einfach nur angesaugt. Yeah. Yeah. Er macht dann anstatt yeah, yeah, einfach nur yeah gemacht. Angesaugt und dann yeah nur. Also Metall rückwärts, oder? Genau, genau. Das muss einfach, dass er nur mal yeah macht, dann, weißt du, dann ist so eine Variation einfach noch drin. So. Dazu muss ich da jetzt mal eine eigene Spur draus machen. Ich glaube, mit Ctrl B habe ich mir mal gemerkt. Zack, habe ich das auf einer eigenen Spur. Das ist diese hier. Die schiebe ich jetzt unten hin. Das ist die neue Spur hier. So, ja, und jetzt ja, schauen wir, dass ja, wir das Ganze umdrehen. Dafür müssen wir auf das Pfeil gehen und sagen Reverse. Wir aber brauchen den Hall auch mit aufnehmen, ne? Ja, wir brauchen eigentlich nur den zweiten Part, genau, glaube ich. Oder brauchen wir den ersten? Nein, den zweiten, weil der ist vorne. Zweiten. So, und jetzt machen wir da einen Hall drauf. Reverb. So angesaugt. 5 Sekunden können nicht schaden und 100% ja. Hall, 0 trocken. Ja. So, und jetzt machen wir daraus wieder ein neues Sample. Das heißt, wir machen wieder diese Ctrl-B-Geschichte. Zack, haben wir schon wieder eine neue Spur. Und die muss man jetzt natürlich aufziehen. Mhm. Jetzt gehen wir da wieder rein und sagen nochmal Reverse. Jetzt haben wir es also zweimal umgedreht. Mhm. Das heißt, es ist wieder im Original, wie im Original. Aber der Hall ist jetzt rückwärts. Ein sogenannter Reverse Reverb in meinen ersten Italien-Tipps. Finde ich geil. Italien-Producer-Tipps habe ich drüber geredet. Hast du gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich hatte noch keine Zeit. Ich hatte auch die Handwerker die ganze Zeit hier. Seit 3 Tagen bin ich jetzt nach 6 Monaten endlich handwerkerfrei in meinem Haus. Yeah. Yeah. Mein neuer Casey Private Turm ist auch fertig mit 3,50 Meter Leinwand. Da habe ich auch schön aufs Spiel geguckt, damit ich auch genau sehe, wie sie verlieren. Musst mal reinschauen in die Italian Producer Tipps, die ich neu auf YouTube habe. Die erste Folge ist schon draußen. Die zweite kommt sehr bald, ja. Okay. Und die, ich mach noch kurz den Anfang. Sagst du mir so Sachen, mit wem wir miteinander telefonieren? Natürlich noch mal etwas mehr verspätet und noch mal etwas. Ich mach mal kurz den Anfang. Ja. Hi, mein Name ist Thomas Foster. Ich bin Musikproduzent und ich bin gerade auf Urlaub in Italien. Und ich würde euch gerne mitnehmen auf diese sehr spannende Reise. Und deshalb heißt dieses Video Italian Producer Tipps. In der heutigen ersten Folge
geht es um den Hall. Ich gebe euch ein paar Tipps zum Thema Hall, ein paar Tricks, was ihr mit Hall machen könnt, um euren Track noch besser klingen zu lassen, um ihn noch spannender zu machen. Mein Tipp noch. Ja, alles mit dem iPhone gefilmt und schau mal, wie wenig Leute da am Strand sind. Da hinten ist übrigens der Steg, wo ich diese Performance gemacht habe, die wir heute zu Beginn gesehen haben. Ja, ja, das war mit der Drohne das Ding. Das habe ich hier gesehen. Ja. Thomas und Arbeit im Urlaub. Ja, für mich ist das ja keine Arbeit. Für euch ein paar Videos zu machen, ist ja eine Belohnung. Mal drüber reden hier. Ja. Ich bin der Rote. So, jetzt machen wir da einen Fade in. Ja. Hier. Zack, dass das noch mehr kommt. Und viel leiser natürlich. Jetzt war es ein bisschen gar leise. Ja. Was meinst du? Ja, finde ich cool. Ja, bisschen weniger Höhen. Bei dem zweiten würde ich nicht mal ein Yeah, Yeah, sondern würde ich nur mal ein Yeah. Ah, jetzt auf einmal ganz kurz. Dann ja, mit dem einen und anderen mal Yeah und dann den Delay einfach laufen lassen. Geil, finde ich, ist eine schöne Variation einfach drin. Bin ich voll dabei? Wollen wir noch ein zweites Vocal Sample haben, das weiter vorne irgendwo kommt? Ja, mach, komm, ich finde das cool. Das reichert jetzt das schon an. Dann, die Nummer hat dann gleich so ein gewisses Etwas schon von Anfang an. Ja, finde ich auch. Die Leute mitmachen. Die merken gleich, das ist eine Clubnummer. Und dann später kommt der Vocoder John. Der John. Vielleicht, vielleicht ja auch ein Mann an der Stelle. Hm? Was ist da? Ja, mach mal irgendeinen. Dynasty. Hast du nicht irgendwo einen Karel Gott, die goldene Stimme aus Prag? Oder eine tiefe Frau. Ja, sowas da. Ja, Was ist denn eine tiefe Frau? Das wollen wir jetzt nicht näher beleuchten. Also dieses Wortspiel, Herr Foster. Also. Das klingt politisch nicht korrekt, oder? Nicht nur politisch. Ah, das letzte. Gonna cave, das ist super. Gonna cave, das ist geil. Ich liebe das. Gonna cave. Oder vielleicht da was. Eigentlich ist nur hochsetzen auf die andere Spur. Machen wir die nicht mit der 1:1 selben Einstellung. Ich würde das schon machen, ich würde das so lassen, weil die andere Einstellung ist ja sehr geil. Dann machen wir folgendes, ich dupliziere diese Spur. Dann nicht immer vor der Spur rückgängig, sondern da machen wir, die nenne ich Yeah. So. Und die Yeah-Spur dupliziere ich. Und so, Preisfrage an euch alle, ja, weil ich muss ja die Spur beschriften, deshalb müssen wir das ja ganz klar lösen. Was singt die Frau? Was singt diese Frau? Lassen wir mal laufen. Ja? Eigentlich versteht man es eindeutig. Dom, ja. Ich komm. Nee, Tom, ich komm, sagst du. Nee, Tom, ich komm. Tom, ich komm, ich war nicht da. Nein, sie singt Garner Kamm, ja, klar. Ja, gut, das sagt jetzt der Mike Green. Tom, ich komm. Du wolltest heute die aufblasbare Waschmaschine haben, richtig? So, die will ich aber was ganz... Was singt die tiefe Frau? Der Odo. Die tiefe Frau singt Garner Kamm. So, Garner Kamm. Ich sag dir doch, das ist heute eine Biologiesendung, ja? So. Ja, das ist aber Leute, das ist immer gut, wenn die Frau das vor dir hat, wie du, weil sonst sagt sie hinterher, oder du sagst dann hinterher, Schatz, hast du noch lang gemacht, oder am nächsten Morgen kommt dann die Antwort, koch mal einen Kaffee oder kannst das auch nicht. Oder dann singt sie immer Tittenkamm, ja, Tittenkamm, das wollen wir auch nicht. So, so, pass auf, die würde ich aber furz trocken lassen. Ja? Ja, auch das ist politisch nicht korrekt. Ja. So, pass auf, jetzt hören wir das mal. Ich glaube, ich finde das totgeil. Geil. Gonna come. Ah ja, da brauchen wir nichts mehr. Nochmal. Nochmal.
Ich weiß nicht, ob wir zu intelligent sind, dass wir da das rausgenommen haben. Hören wir es nochmal mit? Ich fand es eigentlich gut, weil es ja halt einfach so Repeat klang. Ja. Aber diese Sachen sollen doch ein bisschen Repeat sein, dass man das Gefühl hat, das ist Teil des Loops oder so. Ja, dann mach halt. Der Franzschal, guck mal, schöne Farbe. Ja, ihr und euer Farbprinzip. Was macht jetzt ein Farbenblinder? Ha? Kannst du mir auch das beantworten, Frank? Frank, beantworte du mir jetzt bitte die Frage, was macht ein Farbenblinder, wenn er arrangiert und bei Thomas Foster einen Song fertigstellen möchte? Aber ich möchte mal etwas sagen. Ich finde es extrem geil. Ich finde es einfach nur geil. Brauchen wir... Den mich oder den Song? Brauchen wir einen Auftakt oder fangen wir mit der 1 an? So, irgendwie so ein Break oder so? Ja, würde ich schon machen. Mach ruhig. Ruhig einen Auftakt mal machen. Dann schiebe ich auf jetzt mal. Auf die 1 kann jeder. Ja, auf die 1 kann jeder. Dann schiebe ich jetzt mal alles 4 Takte nach hinten, damit wir auf einen da war er. 4 Takte. Oh. So, dann machen wir hier, da gibt es so eine Insert-Funktion. Wo ist denn die? Die ist irgendwo da, Cut Insert Time, da muss man auch mal drauf kommen, wenn man es nicht weiß, sucht man da ewig. Und jetzt der machen wir. Frank kennt 1000 graue Farben, na super. Insert Silence. 1000 graue Farben. So, und jetzt brauchen wir da einen Break. Wo nehmen wir denn das her? Ja, vom Mutant, oder? Da findet man sicher was Geiles. Wir gehen also, was haben wir für ein Tempo? 130. Wir gehen auf Mutant.com. Die teuerste Loop Plattform im ganzen Internet. Suchen dort nach Beat und schreiben am besten noch. Das Tempo tun wir auch einkreisen. Wir gehen Tempo hier in die Gruppe 116 bis 130 und jetzt schreiben wir noch das Wort Break und eigentlich müsste jetzt alles passen, was kommt. Oh Gott, bitte enttäusche mich nicht. So. Mich schreibt der ganze Zeit der Dennis auch an. Boah, hör dir das ist ganz Beat lustig. An. Dennis Lee Cree, unser Sänger ja. Von License to Kill, der ist ganz aufgeregt, weil der kommt morgen dann auch. Wir fliegen ja nach Malta, wir haben ein paar Auftritte jetzt in Malta und der ist ganz aufgeregt, der Kerl. Der ist ganz aufgeregt. Ja, bitte, hör dir mal diesen Beat an. Geile Nummer, oder? Wenn Techno-Nummer wenn so beginnt, dann ist schon mal alles gut. Ja. Also ich bin hier bei Beat auf Beats, ich bin hier in der ersten Gruppe auf Beats gegangen. Ich bin hier auf Tempo 116 bis 130 gegangen. Das Ganze ist Mutant.com, weil vorher das Screen nicht an war. Und jetzt schreibe ich noch das Wort Break hier oben rein, um das nochmal auf die Dinge, die schon als Break reduziert sind. Das ist mehr so ein EDM-mäßiger, den brauchen wir nicht. Sowas da, ja, ist doch ja, schon das mal. Das finde ich ganz geil, das hat so ein bisschen. Das, dasselbe ein bisschen anders, weiß ich nicht, was da anders ist, tiefer irgendwie. Haben wir noch. Dann tue ich nochmal die Seite kurz erneuern, damit die da unten noch gescheit aufgebaut werden. Da diese Breakups hören wir uns noch durch. Zack. No. Ah nein, sowas brauchen wir nicht. Zu viel Soundeffekte. Gehen wir noch kurz auf die zweite Seite. Eine Alternative noch. Na gut, ich glaube, wir haben 2, 3 schöne. Hören wir uns gleich mal ja, an. Ja, mega. Ich mach an meine DJs, die gerade hier sind, wollte ich mich auch nochmal bedanken, die das kräftig unterstützen. Ich habe ja gerade auch eine Nummer zwischenzeitlich mit Tom Wilcox gemacht, der mit Scotty eigentlich viel macht. Und wir haben da eine Single gemacht, zusammen mit Tom Luca als Sänger. Und in der ersten Woche sind wir direkt in die Videocharts mit unserem Musikvideo auf Platz 1 eingestiegen. Also von nichts auf Platz 1 und in der ersten Woche direkt auf Platz 17. Und dafür die DJs, sind nämlich 3, 4 sind drin, die auch getippt haben, wo ich auch die Kommentare gelesen habe. Weil ich kann das natürlich auch lesen, die Kommentare, die ihr schreibt und die Bewertung. Deswegen sehe ich hier 3, 4 bekannte Gesichter und da möchte ich auch nochmal Dankeschön sagen für She's Like the Win. Unser Patrick Swayze Cover in der ersten Woche direkt auf 1. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Gratulation. In dem Zusammenhang hätte ich eine Frage an dich, weil ich habe vor 2 Jahren, schätze ich, ist das ja, hatten wir die Idee, es wäre nett, wenn wir was
eine Plattform finden, wo wir Sänger mit Produzenten zusammenbringen. Und dann haben wir einfach eine Facebook-Gruppe gegründet, Sänger sucht Produzent, sucht Texter, sucht Sänger, so irgendwie haben wir die ganz kompliziert genannt. Und die hat heute mehr als meine eigene Gruppe. Ich glaube, die hat 5000 Leute sind in der Gruppe drinnen. Und ich hatte die Idee, warum machen wir nicht eigentlich jetzt, wo es mit den DJs langsam wieder losgeht, eine coole eigene Facebook-Gruppe für DJs, wo wir uns mit DJs, Produzenten treffen, DJs. Und die Gruppe, ich weiß noch nicht, wie wir sie nennen. Hast du Lust, dass wir das machen, Kai? Ja, klar. Lass uns hier zusammentun. Ja, habe ich Bock drauf. Sollte man mal andenken. Finde ich eine gute Idee. Ich denke, wird auch funktionieren, sowas. Glaube ich auch. Glaube ich auch, dass das toll funktionieren kann. So, was denkt ihr? Findet ihr das gut oder langweilig oder interessiert mich Nüsse? Gute Idee, bin auf jeden Fall dabei, grandiose Idee, wunderbar, werden wir machen, freue mich schon drauf. So, wir gehen hier wieder zurück und ja, cool, gute Idee, tipptopp, das ist ein Schweizer, oder? Tipptopp ist ein Schweizer. Die Schweizer können gut Fußball spielen übrigens, ja, habe ich das schon erwähnt? Ist immer gut, was ihr macht. Ja, super Idee, cool, wieder eine Gruppe. Juhu! So, das Break wollten wir uns jetzt holen. Wir gehen. Hey, liebe DJs, aber damals. Das heißt jetzt nicht, dass ihr aus der Verpflichtung heraus seid, unsere nächste Nummer, die wir veröffentlichen, Thomas und ich, dass ihr die nicht tippt. Wählt uns in die Charts. So, ich stelle das mal daher. So. Ist der zu lang? Nee, ich finde den cool, weil er so ist. Brauchen wir einen Crash auf die 1? Nee. Doch, wir brauchen einen Crash. Doch, brauchen wir, weil der ja ziemlich am Anfang wenig kommt, dann die ganzen Claps kommen ja alles erst später, dann brauchen wir doch so ein kleines, so ein schönes, langes, sogar ein sehr langes Crashbecken. So. Mhm. Schauen wir. Ein neues drauf. So ein neues, einfach so ein White Noise drauf. So. Was soll ich denn da? Das ist. Das finde ich vielleicht noch geiler, ist noch ein bisschen innovativer, weil Crashbecken wird gefühlt von 100 Produktionen bei 98 genommen. Ja, dann machen wir nochmal Folgendes. Wir holen uns sowas wie den Retro-Synth. Hoffentlich finde ich das jetzt, haben wir den Neues auch gehabt. Haben wir den mit dem Nexus gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich meine mit dem Nexus. Gib mal bei Nexus einfach oben ein Neues. Mhm. Ich glaube, der hat Zichter, dann können wir den einfach nehmen. Okay. Weil der ist, da sind wir, haben wir ganz schnell das Ding zusammen. Na gut, Kylewith, wo finde ich den Nexus, unter was? X-Fair Records, nein. Nexus. Nexus ist Nexus, ja? Instrument, Nexus. Nein, gibt's nicht. Der Nexus, dein Instrument Nexus? Der ja? Nexus 2? Ja? Nexus 3? RevX, genau, RevFX, hier. Rexfair Records, na, da ist aber nicht, AUX. Bin ich denn jetzt verblödet? Da ist. Der ist unter REFX, so heißt die Firma. Ja, du hast einfach zu viel, Plugins, würde ich sagen. Ja, und zu wenig Speicher. Auch so ein kleiner Plugin und zu wenig Speicher in meiner Festplatte. Du bist da auch oben. So ein Plugin, Messi. Noise. Noise soll ich. Ja, habe ich schon eingegeben als Suchbegriff. Noise und dann musst du eigentlich gucken. Sowas da, oder? Ja, da ist er doch schon, der Richtige. Das war er. Der ist der Richtige. Genau, der. Der ist und schön, da kommt ja. Nur ein Sidechainer drauf und dann macht der. Und das war's. Der hat eh schon so ein bisschen Sidechaining-Effekt. Aber ja, und dann würde ich aber richtig massiv machen. Ja, der ist schön, aber der muss noch mehr gechained werden. Also mehr Sidechaining. Und also wenn der, den würde ich einfach drauf, aber der ist geil, weil der läuft doch schön lang, der Sound. Der NJ hat eine Idee, Auftakt, Break mit Delay, ein Halb und Reverb. Okay. Auftakt, Break mit ein Halb, Delay. Wobei der hat schon sehr viel Hall. Wir können mal schauen, was dann Delay macht. Der meint, dass der nicht gleich drauf kommt, dass du den einen Halbtakt zurückziehst und dann läuft der praktisch mit einem Reverb raus und dann kommt der groß. Das ist der groß, breakt der Beak, also dass praktisch wie ein kleines Loch entsteht. Und in dem Loch ist dann nur noch der Effekt drin. Alter. So quasi. Ja, aber ich finde es andersherum schöner. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch ein Noise da haben. Aber man muss es ausprobieren. Ja.
Kann eine spannende Idee sein. Im Konkreten fände ich es auch cool, wenn das schnell reingeht. Dass das kurz was macht und sofort drinnen ist. Ja, genau. Insofern machen wir die nochmal raus. So, du willst da jetzt so einen Ducking-Effekt, also den LFO, oder? Ich finde das immer lustig, du nennst das immer Kick-Ducking. Side-Chaining. Side-Chaining, alles klar. Ja, da würde ich einen schön den LFO draufsetzen und richtig schön den ersten Ton fast zuziehen. Vorne, also die 1 fast runter. Noch mehr Side-Chaining. Kann ruhig noch mehr sein. Das darf ruhig noch mehr hörbar sein, der Side-Chainer. Ich hasse das, wenn die Maus den Strom verliert. Und dann muss ich da auf eine andere Magic Maus? Na, eigentlich eine Apple-Maus. Ja, eine Magic Maus dann. Achso, ja, Magic Maus, ja. Okay, mit der Maus werde ich auch wahnsinnig. Ich glaube, das. Noch eine, ja wie früher. Den ersten Wert von dem LFO fast auf Null runter. Wie früher, da waren auch immer ein paar Mäuse am Start. Also ganz so. Links die Hüllkurve fast auf Null ziehen. Mach nochmal. Noch mehr, also da müssen wir, der steht jetzt auf Viertel, ne? Ja, muss auch stehen. Dann machen wir auf Achtel. Bist du sicher, dass du das möchtest? Probieren, ja. Das ist elektronische Musik, da gibt es keine Gesetze. Nö. Nee, der ist dann eher umgekehrt, Halbtakt. Nee, klingt auch nicht. Also Vierteltakt lassen, einfach zu. Dann die zweite Beule noch ein bisschen runtergezogen. In der Mitte die noch ein bisschen runter getan. Also der dritte Punkt praktisch auf dem Überbohr. Der dritte Punkt. Eins, der, dritte, der erste der ist da. Ganz unten, der zweite kommt ein bisschen und der dritte ist sehr weit oben und den würde ich noch weiter runternehmen. So. Auf die Hälfte nur. Und dann muss es passen. So? Nee, das ist du packst ganz hinten an. Den meine ich nicht. Nein, nein, nein. Den da. Hinten ganz hinten offen lassen. So wie er ist. Ja. Ich würde den dritten Punkt von links gesehen, der dritte Punkt. Der erste ist unten, der zweite ist ein kleines Stück, genau den. Ich sehe das ja verzögert immer. Ja, ja, ja. Den Stück runter. Ja, genau so. So ist das richtig. Ja, geil. Bin ja, ein bisschen super. Leiser gemacht, den Noiser, und dann ist gut. Ja, 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 ja. Oder gefällt es dir nicht? Sag. Mir gefällt es sehr gut. Kruft er durch den Noiser, kruft das gleich. Ich liebe die Vocals. Ja, sind noch cool. Hören wir mal weiter. Ich würde ins Intro nach vorne, das Einzige, was mir noch fehlt, ich würde im Gegensatz zur Gitarre, wir haben den Gitarrenlick drin, ich würde die Rhodes nochmal nach vorne kopieren und dann vielleicht auch nur mit irgendeinem Ton was machen lassen. Ein Ton, die braucht keine Melodie spielen, sondern einfach nur so einen Ton, dass die Rhodes auch nochmal so einen Ton von sich vorne schon im Intro. Also Akkord würde ich keinen machen, weil das macht es ein bisschen... Nein, ich will keinen Akkord, nur einfach einen Ton. Dass sie einen Ton macht, fertig. So einfach so ein bisschen rumfurzt, auf Deutsch gesagt. Auch nicht politisch korrekt, ne? Also ich finde das gut, wenn das so ein bisschen was tut, sich ja. Da vorne einfach noch. Ähm,
Na, schauen, wieso ist das so groß hier, hallo? Ein bisschen kleiner, dass man was sieht. Ja, so ist besser. Und den würde ich da jetzt einfach liegen lassen, weil da macht eh der Filter irgendwie einen rückischen Effekt. Zieh den zu, ja. Da sind ja auch zwei LFOs drauf und was alles. Da denke ich, sind wir auch gut bedient, wenn wir die Töne wirklich lang stehen lassen. Aber das macht noch so irgendwie so eine angenehme Spannung gleich da vorne mit rein. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, was man aus so einer alten Wurlitz oder so einer alten MK2 jetzt, was man damit machen kann in der heutigen modernen elektronischen Musik. Man muss nicht alles mit dem Nexus oder mit dem Avenger machen. Man kann wirklich mit so vielen kleinen Dingen das machen. Es gibt auch so ganz spannende alte Orgeln wie so eine B3 oder sowas. Wenn ihr euch da mal dran setzt und arbeitet ein bisschen mit der Leslie und lasst die vibrieren und zirkulieren, da kann man so spannende Sachen mitmachen. Viele große Hausnummern sind einfach mit einer B3-Orgel einfach gemacht. Ja? Ja. Die spielen den kompletten Basslauf und dann haben die einfach noch Sustain am Bass unten drunter liegen, der ein bisschen unten die Eier macht. Aber der Ton kommt von so einer B3. Ja, und es ist, Synthesizer sind ja immer nett und ich mag die auch sehr gern so weiter. Aber es ist immer wieder spannend, wenn man so organisches Material macht und das dann elektronisch verfremdet. Es behält dann irgendwas Organisches, was es lebendiger macht, als wenn es ein Synthesizer spielt. Ja, und du grenzt dich so automatisch von der Masse ab, ja, weil jeder hat heute die Psytrance-Library, jeder hat heute die EDM 1, 2, 3 auf dem Nexus und beim Avenger genau das Gleiche. Und jeder nutzt diese Sounds auch. Und das höre ich immer wieder, wenn ich mir Weiß anhöre, wie sie alle heißen, oder auch die aktuelle Martin Garrix, dann weiß ich, dass der 80% auf dem Avenger gearbeitet hat, ja, und auf dem Nexus. Ja. Hören wir mal. Ich würde die nicht ganz so oft bringen. Nein, nur ein, zweimal. Die Gitarre bringen wir ja auch nicht so oft. Genau. Das ist praktisch nur die Antwort auf die Gitarre praktisch nochmal. Und danach macht der Rest die Vocals mit den schönen Delays und dann ist es doch schon prima. Vielleicht gehört die Gitarre dann davor. Nein. So ist, glaube ich, ganz cool. Ja, finde ich auch. Ist schöne Abwechslung drin. Ist aber ein schönes Spiel auch. Auch der Einstieg ist halt schön mit unserem Auftakt jetzt und mit dem Noise und so. Das klingt gleich, es klingt gleich so, dass du näher hinhörst. Und das ist ja auch das Entscheidende. Gerade wenn du dann so auf Portalen bist wie Beatport oder so, die DJs, die hören sich nicht die Nummer komplett an. Die lassen die Nummer kurz am Anfang an loslaufen, hören 10 Sekunden rein. Und wenn sie das hören, was ihnen gefällt am Anfang, und das sind genauso Effekte, wie wir sie hier drin haben, dann zappen die in die Nummer rein und wollen dann hören, was da noch kommt. Ja. Ansonsten fliegst du bist du nach 10 Sekunden schon weg, weil die haben da ihre 300 Tracks zum Hören und haben nicht den ganzen Tag Zeit. Und deswegen ist das da bei so einer Nummer, so einer elektronischen Nummer, sehr entscheidend, was wir hier am Anfang machen. Ich habe jetzt mal mir erlaubt, das hier vorzukopieren, das Intro dann nach dem Refrain gleich wieder zu bringen. Hören wir mal durch jetzt. Ja, das ist ja cool, sehr geil. Die tiefe Frau singt plötzlich gut Job, was ein Zufall. Oh, Michael, liebe Grüße nach Bad Homburg. Egal, was du genommen hast, ich will's auch. Übrigens, meine Frau steht hier gerade seitlich im Studio und lacht sich gerade schepp. Die hält sich gerade im Bauch von der Frau. Kai, ich höre überhaupt nichts. Lass doch mal hören, halt doch mal die Klappe. Nee, ging nicht gerade eben, das war zu geil. Du musst einfach mal den Chat da lesen, die haben sie nicht alle heute. Die tiefe Frau sieht plötzlich, good job, ist das Zufall? So, meine Lieben, bisschen mehr Ernst hier, ja?
So, wir sind ja nicht zum Spaß hier. So, pass auf, aus Spaß wurde ernst und nach 9 Monaten kam er dann. Hören wir mal, jetzt ohne Unterbrechung. Lieber Michael. So, den Refrain. Was ist denn da los? Warte mal kurz. Okay, das ist ein komischer Schnitt. Er fragt der Angel auch, wo kommt jetzt plötzlich die andere tiefe Frau her? Ja, das ist hier irgendwie Sodom und Gomorra. So muss das auch sein. So, da, dieses Break. Hast du die Verstopfungsprobleme schon länger? Verstehst du nicht so viel davon. Sehr lustig. Also wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, Freunde. Du musst doch mal immer wieder auf die Ecke fahren, ne? Ja, da findet man dann vielleicht ein geiles Frauensample oder so. Aber die Idee finde ich da schon super. Also auch wenn es meine Stimme da nicht ist, trotz des Verzerrer-Sounds kommt die irgendwie nicht authentisch. Aber die Idee da so ein zu haben, ja, von irgendeiner Stimme. Ganz, Das ist schon geil, oder? Es ja, ist absolut. Unabhängig davon, ob es das Sample schon ist. Ich finde es gut, lass doch. Die Leute werden immer, wenn sie unsere Nummer dann später im, draußen hören, im Radio, im Club, wo auch immer, und immer, wenn sie das, dann sagen sie, ja, das war der Forster. Insofern wäre es schon cool, es zu lassen. Wir können es ein bisschen. Es ist dunkel, heißt es gerade auf unserem Bildschirm. Thomas, wir haben kein Bild. Oh, wieso das? Wir haben kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ja, ich habe da jetzt eine Kick draufgelegt, ich habe das Break da wieder reingesetzt und ich habe hier wieder den F-Noiser. Aber da muss auch ein schöner Effekt drauf, noch irgendwas. Mhm. Auf dieses, das muss ein bisschen abgefahrener kommen. Ja. Ja, also diese Tasse hier, stell mich bitte mal auf Großbild, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Also diese Tasse ist gesponsert. Worden. Die hat mir meine Frau gerade gebracht. Also die ist geschickt worden. Und hier steht drauf, Milch macht müde Caseys munter. Steht hier wirklich drauf. Ich halte es hin. Das steht hier drauf. Das hat der Gerhard für mich gemacht. Der Gerhard, siehst du? Hattest du da irgendeinen Hintergedanken? Der Gerhard hat mir gerade eine Harddisk geschickt mit alten Twitch-Sessions von uns. In der Hoffnung oder mit der Bitte, dass ich ein bisschen was auf YouTube raufstelle, was ich ja auch schön finde, dass wir nachträglich noch ein paar Sachen auf YouTube hochladen können, die sonst verloren werden. Gerhard hat sie für die Nachwelt gerettet.
Ja, da ist der super, genau. Das ist der, das saugt der alles auf. Ich meine, das ist ja auch, ich nenne ihn ja auch immer ganz gern, mein Schwabenmann, The Brain. Ja, weil der merkt sich alles und der ist auch so ein kleines musikalisches Lexikon. Und ich, wer mich kennt, weiß, dass ich das auch bin. Und das ist total spannend, mit Gerhard zu philosophieren, weil er wirklich alles weiß. Und er kennt alle Filme und er hat das auch alles schon gesehen. Und das letzte Mal, wo er bei mir kam, kam er auch mit einer Festplatte angeguckt. Hier ist alles drauf, was du wissen willst zur Musikgeschichte. Guck dir alles an. Hier ist alles drauf. Ich glaube, er hat es mir auch raufgetan, weil das ist so ein Ordner mit Daft Punk, ein anderer mit Filmen zum Thema Musik und so genau. weiter. Das ist cool. Mega. Das ist cool. Dankbar. Das macht Spaß. Weil er hat auch wirklich ein riesen Allgemeinwissen, was das betrifft, im Bereich Musik. Also das ist schon ordentlich, was der Kerl da kann. Jetzt könnte man noch mal eine Fragerunde hier einschmeißen. Ja. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem Track, zu Kais Tasse oder zu was auch immer, dann du hast gerade ein Spätzle gemacht. Ja, einmal im Jahr machen auch wir Österreicher einen Spaß. So, aber das war's dann für dieses Jahr. Leute, macht eine Abstimmung. Also wer hat heute Abend gewonnen? Österreich oder Deutschland? Wer hat gewonnen heute Abend? Spielst du jetzt gegen uns? Ich weiß jetzt, dass sowieso unentschieden rauskommt. Ja. Wie machst du das, sagt der Marc Foto, wobei ich jetzt mir nicht sicher wäre, auf was er das bezieht, bei der tieferen Stimme. Das weiß er auch nicht, das musst du seine Frau fragen. Bin wir alle im Darkroom. Super Gerhard, Interesse an die Session. Die Schweiz, ja. Gibt's denn an der Stelle Fragen, meine Lieben? Tausche Auto gegen Kais Studio. Nur es hängt davon ab, was für ein Auto das ist, gell? Da kommen wir schon. Also so ein Bugatti nehme ich. Das kommt ungefähr mit dem Studio gleich. Ja, wahrscheinlich. Thomas, sag mal was zu der Atmos-Geschichte. Ah ja, Dolby Atmos, super spannendes Thema. Kannst du auch einiges dazu erzählen? Vielleicht darf ich einen Anfang machen, weil ich war ja in München und habe mir das angeschaut. Jetzt für die, die das nicht so vertraut sind, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich würde jetzt mal ganz grob 10 schätzen, vielleicht sind es auch schon 15, haben die Kinos auf Dolby Atmos umgestellt. Früher hatte man ein Signal links vorne, in der Mitte die Sprache meistens und rechts und dann hatte man noch hinten irgendetwas. Und da konnte man also Positionen nicht so exakt abbilden. Jetzt Das war THX, was du meinst. Genau. Dolby Atmos ist jetzt erst seit anderthalb Jahren. Also ist erst Kinos lizenziert zumindest. Okay. Auf jeden Fall seit einiger Zeit haben wir Dolby Atmos. THX war nochmal eine Zwischenstufe dazu, genau. Und da hat man ganz viele Boxen an der Decke, an den Wänden. Und jetzt kann man, anstatt dass man Boxen konkret anfährt, weil dann muss man immer in jedem Kino gleich viel Boxen haben, kann man jedem Instrument eine Position geben. Du kannst jetzt sagen, die Gitarre startet links oben im Eck, geht dann langsam nach rechts vorne und so kannst du jedem Instrument eine ganz exakte Position im Raum geben. Und das eine Kino hat 80 Boxen und kann diese Positionen exakt wiedergeben und ein anderes Kino hat nur 20 Boxen und macht die Position halt halbwegs. Aber damit kannst du also Kinos unterschiedlich ausstatten und es wird bei der Wiedergabe umgerechnet, so wie es die Boxen brauchen. Und es Man muss sich das so vorstellen, als wenn du eine Spur automatisierst, du kannst einzeichnen oder also du kannst fahren oder du kannst wirklich Punkte zeichnen und so kannst du das machen. Mein Pult, wo ich jetzt übrigens hier dran sitze, das kann das. Das Pult ist schon auf Dolby Atmos ausgelegt. Ich habe hier zwei Joysticks, die sieht man jetzt nicht, weil meine Kamera ein bisschen hoch ist, aber ich drehe mal die Kamera ein bisschen runter, dann seht ihr es. Jetzt seht ihr, stell mich mal kurz auf groß, bitte. Du bist groß. So, und hier habe ich jetzt, wenn ich jetzt einen Kanal habe, also ich wähle jetzt einen selektierenden Kanal hier an, dann kann ich den Kanal, wie der Thomas sagt jetzt gerade, kann ich den hier anwählen mit zwei Seiten. Also ich habe hier jetzt 18 Punkte eingezeichnet. Hier sind 18 Positionen, das können 18 Lautsprecher sein. Das gleiche habe ich hier drüben nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe mit dem Joystick, fange ich Lautsprecher 1 auf 2 an, dann gehe ich runter auf 6 meinetwegen, dann gehe ich von auf Lautsprecher 8 und gehe bis zur 12
oder bis zur 16, je nachdem, wie viel ich mache. Und das Gleiche kann ich mit der rechten Seite auch machen. Ich kann den von rechts hier komplett rüberholen, den übernehmen lassen und weiter. Ich kann also wirklich Millimeter jeden Effekt im Film, und das ist im Film extrem wichtig, kann ich fahren. Das Spannende ist bei Dolby Atmos, das kannst du mit großen Lautsprechern machen. In der Regel sind das mindestens 14 Wege, die dort gefahren werden, weil du auch unter der Decke Center-Lautsprecher hast, nicht nur vorne und hinten, wie man das bei 6.1 und 7.1 und DTS kennt und auch THX, sondern wir haben Zwischencenter und haben auch Zwischenstationen. Und die fährst du alle mit an. Und das Spannende ist aber bei Dolby Atmos, und das ist eigentlich das Interessante, weil da werden YouTube alle drauf springen, es gibt ein sogenanntes Virtual Dolby Atmos. Und das wirst du mit gewissen Softwaren, wirst du das im Studio machen können, dass du eine ganz normale Stereospur, auch eine MP3, so kodieren kannst, dass du meinst, du sitzt zu Hause vor so einer Soundbar. Ja, beim ganz normalen Stereo-Lautsprecher. Also sehr spannend, was da in nächster Zeit auf uns zukommt. Ja. Und ein ganz wichtigen Schritt, das noch vergessen. Dolby, das funktioniert auf Kopfhörern. Warum funktioniert das auf Kopfhörern? Weil bei der Wiedergabe, wenn ich jetzt hier rechts ein Signal habe, ja, dann der Grund, dass ich höre, dass das von rechts kommt, ist zum einen, weil es mein rechtes Ohr früher erreicht als das linke. Zweitens ist es lauter auf dem rechten Ohr als auf dem linken Ohr. Und drittens ist der Sound anders, wenn der da über meinen Kopf drüber geht, darüber. Ja? Das sind alles viele Gründe, wo wir gelernt haben, aha, wenn es links dumpfer klingt und später kommt als rechts, dann kommt es ungefähr von da. So. Richtig. Und genau diese Effekte werden simuliert, damit das auch auf den Kopfhörern funktioniert. Und das bedeutet, und jetzt kommt das Thema, warum das für uns Musikproduzenten so ein spannendes Thema ist, wo alle dachten, das ist nur was fürs Kino. Das Ganze funktioniert auch auf Kopfhörern mit dem iPhone, mit dem neuen iTunes Store. Ja. Im neuen iTunes Store können Musiktracks Dolby Atmos hochgeladen werden. Die sind dann kein Stereo-File, sondern ein CAF-File, oder? Eine CAF-Datei, ja. Eine CAF-Datei, die also diese vielen Kanäle hat. Und wenn ich jetzt iTunes höre auf meinem ganz normalen iPhone, dann wird das simuliert und ich höre auf einmal diese dreidimensionale Geschichte. Und das macht das Thema so spannend. Das iPhone ist schlau genug, innerhalb ein Bruchteil einer Sekunde umzuschalten. Also wenn ich meine Kopfhörer rausnehme, abschließe vom iPhone, schaltet der ein Bruchteil einer Sekunde um und macht ein normales Stereo-Signal draus. Und wenn ich die wieder reingebe, die Kopfhörer, schaltet er wieder um, damit ich das wieder dreidimensional höre. Das heißt, wir können in Zukunft unsere Produktionen einmal einen Alt-Atmos-Mix, einen Dolby-Mix machen und einen Stereo-Mix, beide hochladen, wahrscheinlich früher oder später auch auf Spotify. Und wenn jemand 20 Boxen zu Hause hat oder eben mit Kopfhörern hört, kann er diesen Mix machen. Und ich habe das ja gehört in München, es klingt so. Die haben einen 80er-Track, den wir alle schon, ich habe vergessen, welcher es war, sowas wie Sting oder so, gespielt. Und das kam so nett von vorne, der Gesang, das Schlagzeug und so weiter. Und auf einmal im Refrain kam der Chor und der Chor stand um mich herum. Jeder einzelne Chorsänger, einer stand ja, gefühlt hier rechts von mir, der nächste stand so rechts hinter mir, einer stand direkt hinter mir. Ich habe die da hinter mir richtig fühlen können. Ich habe Gänsehaut bekommen. Das war ein Wahnsinn. Den Track haben sie natürlich absichtlich so gemacht, dass der ganz normal Stereo anfängt und auf einmal, was ist da hinter mir? Da geht richtig was. Und großartig. Und wie gesagt, Avid hat sich ja da die Hauptrechte gesichert, also Pro Tools, also Pro Tools der Avid, und die haben das übernommen. Und Dolby kommt ja eigentlich, Dolby ist ja lizenziert von einem Hersteller, den viele nur als Hallgeräte wieder kennen, Lexicon. Lexicon ist Dolby und Dolby ist Lexicon, und die haben irgendwie den Brundle jetzt halt gemacht mit, für die nächsten 20 Jahre ist das festgelegt, mit Avid, und Avid ist ja im Bereich Videoproduktion ganz weit vorne international, und die kodieren das jetzt praktisch. Und einer der Koryphäen oder die Koryphäe, glaube ich, bei der Firma Dolby Atmos ist David Ziegler. Den habe ich dort getroffen und der hat zugesagt, Gast in meinem Podcast zu sein. Das heißt, wir werden uns mit diesem Thema noch etwas ausführlicher beschäftigen. Und es ist ein super spannendes Thema. Vor allem, wir haben dann noch Musik Dolby Atmos gehört und haben dann mal auf Stereo umgeschaltet. Und ich habe mir gedacht,
so habe ich die letzten 30 Jahre gearbeitet. Ich will so nie wieder arbeiten. Ja, das ist geil. Das ist wirklich geil. Das ist großartig. Das ist auch mit so ein Grund, warum ich mein Studio immer noch weiter so aufblase. Ich bin jetzt gerade dabei mit den SPL-Leuten am Verhandeln, also ziehen schon wieder neue Kisten hier ein. Der Iron werdet ihr demnächst auch mal hier bei mir sehen können und hören können von SPL, der Mastering-Kompressor, die Hardware-Kiste. Der wird demnächst hier auch einziehen. Also der wird ganz bald kommen. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz was zu dem Thema. Also Pro Tools hat das bereits, ja. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler. Pro Tools hat es bereits, dass man Dolby Atmos mischen kann. Logic hat es auch bereits. Wäre ja auch komisch, wenn Apple das Thema so anschiebt, dass die das nicht haben. Das kann ja nicht sein. Seht ihr schon wieder mein Screen? Ja, ich fahre da mal ein bisschen rüber. Da habe ich jetzt so einen Channel. Und das ist ja der Panoramaregler, mit dem ich bisher nur gesagt habe, mach das mal nach links oder nach rechts. So. Und jetzt passt auf, wenn ihr das nicht wisst und täglich mit Logic arbeitet, dann fliegt ihr gleich vom Stuhl. Jetzt gehen wir dann mit der rechten Maustaste drauf und können von Pan auf Binaural Pan wechseln und jetzt schaut der aus wie so ein Spinnennetz und wenn ich da jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann geht das groß auf und jetzt kann ich hier alle Einstellungen machen und das ist schon großes Kino, die Raumgröße hier. Ja, ich habe mich noch nicht intensiv damit beschäftigt. Ich will euch da jetzt nicht zu viel erzählen, dann rede ich Blödsinn. Wenn ihr übrigens eine kodierte Datei habt, dann leert sie rein, dann macht der das automatisch schon so auf. Ja, das, so bin ich drauf. So bin ich drauf gekommen. Der Kai hat mir heute was geschickt, Audio-Files, Geräusche, für die ich gebraucht habe. Und die waren Dolby Atmos und das waren Kaff-Dateien. Und ich habe die da reingezogen und auf einmal hat mein Fader so ausgeschaut. So bin ich drauf gekommen, dass der Logic das schon hat. Ja, weil ich arbeite ja viel auch, ich mache ja viel so Werbespots auch fürs Kino und fürs Fernsehen. Da werden immer so Effekte vom Kunden noch gewünscht und dann habe ich mir die Sachen halt alle in Dolby Atmos und auch teilweise THX noch da besorgt und die nutze ich dann ganz gern, weil das manchmal einfach schön, wenn die konzentriert die Stimme vorne ist, aber bei guten Werbespots merkt ihr dann auf einmal, dass dann außenrum was passiert. Das ist bei dir auch bei dem Skoda-Spot, den wir hier zusammen gemacht haben, auch. Da ist die ganze Zeit vorne und auf einmal wandert der. Ja, das macht einfach tierisch Spaß und das ist genau das Gleiche, was du immer erzählt hast, da kommen die Stimmen nur vorne und auf einmal steht der Chor um dich rum. Das ist ein spannendes Thema und es wird die Zukunft werden, weil auch große Hersteller wie Bose, Harman Kardon und auch Burmester angekündigt haben, das im Auto umzusetzen, relativ schnell. Also zumindest in den hochklassigen Autos wie eine S-Klasse, ein A8 oder ein 7er BMW, die werden das standardmäßig reinkriegen, dass du im Auto dann schon praktisch Dolby Atmos auch drin hast. Ja, und der nächste Schritt ist natürlich, das sage ich nicht, weil ich es gehört habe, sondern weil ich es mir denke, dass die Programme wie Traktor und Pioneer, also dass die ganzen DJ-Programme mit CAFS-File arbeiten können, weil dann können die Clubs umstellen auf nicht lächerliche 2 Boxen, sondern 20 Boxen. Ich meine, wo passt das Thema anders hin als in den Club? Und stellt euch nur vor, dieses Yeah, yeah, das wir da gerade gemacht haben, kommt nicht brav von vorne, von wo der DJ steht, sondern auf einmal Yeah, 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 fliegt das durch den Raum durch und du denkst dir, wow, wow, was geht hier ab? Da noch die richtigen Drogen dazu und alles ist perfekt, ja. Das habe ich nicht gesagt. Den letzten Satz streichen wir wieder aus dem Protokoll. Ja? Aber die Plugins ändern sich nicht. Doch, die ändern sich auch. Da wird es auch spezielle Plugins dafür geben. Hall ist natürlich Hall, den kannst du draufschieben, wo du willst. Und da kannst du natürlich auch hier am Pult, kann ich bestimmen, um zu sagen, auf welchem Kanal ich was haben will und wo er Hall mitziehen kann. Also ich kann jetzt auch, wenn ich die Fader hier bewege, meine Joysticks, die beiden, ich habe hier drunter hier nochmal Joysticks, die ich nochmal feinjustieren kann, wenn ich ganz fein arbeiten will, kann ich das hier nochmal und dann kann das auch nochmal außen bestimmen. Aber ich kann auch auf eine Effektspur gehen und kann sagen, die Effektspuren, die Effekte sollen das nur machen, diese Reise und alles andere bleibt vorne im Center, weil wenn zum Beispiel zum Bruce Willis spricht, der und sagt, was sagt er immer, der hat doch so einen berühmten Hast du la vista, Schweinebacke? Nee, Schweinebacke, genau das war das. Das andere war ja der Terminator, ne? Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, und Baby, war der Terminator. Diesen Effekt Schwarzenegger. Lassen, das war ein Österreicher. Hinten weggeht. Hasta la vista, das war der Österreicher. Das war der Österreicher, genau. Das war der mit den Muggis. Ja, bisschen mehr noch, ja. Jetzt haben wir so lange über das Dolby-Thema geredet, dass wir andere Fragen gar nicht mehr sehen. Ihr müsst sie also nochmal stellen, wenn ihr andere Fragen hattet. Mal.
Technologien bleiben nicht stehen. Das gilt auch für Musik und Produktionselektronik. Ja, und ich liebe es ja, wenn sich die Technik weiterentwickelt. Ich finde es immer super spannend. Mir macht es einfach schon mal Spaß, unabhängig davon, ob es sinnvoll ist oder nicht. Cooler Tipp mit Kaff in Logic Pro. Dankeschön. Und es ist übrigens auch so, für alle anderen DAWs gibt es ein Plugin und es ist gar nicht teuer oder so oder gratis, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, von der Firma Dolby Atmos, weil die wollen nicht an uns Produzenten verdienen, die wollen am Konsumenten verdienen. Und richtig, deshalb ist das ganze Thema, die Boxen sind natürlich teuer und man muss das alles verkabeln und so weiter, aber das ist eh klar, dass die Boxen nicht verschenkt werden, aber alles, was Software ist, muss nicht teuer sein und die Dolby Atmos stellt das, ich glaube, gratis zur Verfügung, aber möglicherweise kostet es auch 300 Euro oder so, was, wenn man jetzt sich die ganzen Boxen kauft, dann nicht mehr ins Gewicht fällt. Nee, so, nicht wirklich. Tutorial von Touché. Ja, steht auf meiner To-Do-Liste. Ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich das lese. Sollte ich machen, weil ich habe den ja zur Verfügung gestellt bekommen. So, bin oft. Vielen Dank. Ja, danke fürs Dabeisein, lieber Frank. Wie heißt der? Wie heißt das VST? Welches VST? Wie heißt das VST? Wow, super. Welches VST? Also das VST. Ja. Mein Gott, wir werden einen eigenen Podcast machen zu dem Thema, da werden wir das beleuchten. Aber ich schaue mal, ob ich es ganz schnell finde. Dolby Atmos. So, und wenn man da drauf drückt, müsste man ja jetzt auf die Homepage kommen. Da sind wir schon. Und hier Dolby, ja, what is Dolby? Schöne Homepage. How does Dolby work? Ja, und irgendwo kann man dann die Plugins dazu runterladen. Gehen wir mal kurz aufs Menü. Ja, ich muss mir das ist jetzt sinnlos da mit euch gemeinsam zu suchen. Weißt du, wie dieses Plugin heißt, das man sich runterlädt? Nee, da müssten wir Mike mal fragen. Den können wir ja mal gern, wenn ihr da Interesse habt, können wir den ja gern mal zu uns einladen hier. Das ist der Chef von der SMN, der kennt sich sehr gut damit aus. Der hat den Termin gemacht. Durch den kam dieser Dolby Atmos zustande. Genau, und dann können wir das einfach mal machen. Dann können wir das Thema auch mal so ein bisschen einfach ein bisschen mit reinnehmen. Ich denke, bin mir auch sicher, wenn wir mit Mike reden, werden wir vielleicht auch mal eine Produktion von uns einfach mal auf Atmos umstellen. Mhm. Und da gleichzeitig mit euch streamen und ihr könnt euch das angucken. Ah ja, Auto wird das natürlich in Zukunft auch haben und im Auto ist natürlich auch spitze, wenn man Dolby Atmos hat. Ja, das hatte ich ja gesagt, die sind alle dabei, Burmester und allen drum und dran, die bauen das schon. Das ist schon beeindruckend. Das geht auch ganz schnell jetzt. Also das ist eine Technologie, die jetzt sehr, sehr schnell kommen wird. Wir sind auch bei 4K schon weg. Wir sind inzwischen bei 8K. 5K hat keiner richtig mitgekriegt. Das war wirklich nur eine Zwischenstation und so ist es jetzt genauso. Es war 5.1, 6.1, 7.1, dann kamen DTS und THX und jetzt sind wir echt im Atmos-Bereich und das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ein spannendes Thema und zum Glück baue ich gerade jetzt mein Studio. Das ganze Thema Studio bauen wird sich zwar ein bisschen nach hinten schieben, weil derzeit das Thema Bauen durch Corona ein ganz schwieriges ist. Alle, die bauen, haben gerade viel zu viele Jobs und verlangen Fantasiepreise. Ich habe noch 10 Steine übrig. Die haben vor einem halben Jahr noch 100 Euro gekostet. Ich mache einen Sonderpreis. Schick rüber per Brieftaube. Schick sie mit der Brieftaube. Gut, dann würde ich sagen, hören wir nochmal, was wir heute geschaffen haben. Und dann hauen wir uns ins Bett. Ja, genau. Morgen ist wieder ein arbeitsreicher Tag. Auf dem Bett ist es nett. So, dann hören wir nochmal. No.
Meine Lieben, schön, dass ihr heute dabei wart. Ich finde, das Intro klingt sensationell, hat auch gerade jemand im Chat geschrieben. Wir haben ein bisschen mehr gequatscht als produziert heute, aber ich fand es super lustig. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Kai, hat es dir denn Spaß gemacht? Ja, sehr viel Spaß. Wir haben heute echt eine Lockerrunde gehabt und ich glaube, das war auch heute wichtig. Das nächste Mal schaffen wir wieder mehr, ist versprochen, aber einige waren auch ein bisschen Depri, die Deutschen heute raus und hin und her. Aber hey, macht euch nichts draus, die Österreicher sind schon 2 Wochen vor uns raus. Ach nee, waren nur ein paar Tage. Ja, ich habe den Drang zu übertreiben. Aber wir haben einen schönen Abend gehabt, wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe eine Menge lustige Sachen von euch gelesen, aber auch viele anregende Sachen. Ich denke, wir haben auch einige Sachen heute wieder beantworten können, was auch wichtig ist. Kai. Runde Nummer. Grüße an Frau und Papagei und an euch sage ich danke fürs Dabeisein, immer kreativ bleiben. Cheers. Cheers. Tschüss. Give life back to music.